ist der dritte Tag, an dem wir live online streamen. Und das hier aus Esslingen. Normalerweise fahre ich einen kleinen alten roten Trecker. Heute mal so einen schönen neuen, hochpoliert. Ich muss sagen, herrlich. Man hat eine gute Übersicht. Gefällt mir, ist richtig gut. Vor allem eine Rundumleuchte auf dem Dach. Sowas kann man brauchen. Und das Allerbeste ist, das Ding ist übersichtlich. Hat eine Scheibe hier oben, kannst du überall hingucken. So war der Leerlauf, jetzt muss ich mich konzentrieren. Zack, aus den Hobel. So. Oh Gott, schön ruhig ist es. Bestens. Ja, Leute, normalerweise ist das ja so, die Chefs steigen einem aufs Dach. Heute stehen die Chefs auf dem Dach. Na, Abend, ihr Herren. Ja, hallo Sven. Heinz und Joachim. Leute, was ist los? Was macht ihr da oben? Ja, wir genießen den Ausblick über die Skyline von Esslingen, den wunderschönen Sonnenuntergang und... Die Skyline von Esslingen, es ist stockdunkel, da sieht man überhaupt nichts. Moin Moin Sven. Fangt nicht so an, dass im Fernsehen gelogen wird, Freunde. Hier sind wir jeden Abend und dann fahren wir nach Hause, wenn wir den Sonnenuntergang genossen haben. Ist klar, da oben ist das Ende der Karriereleiter oder was? Ne? Nein, hier geht die Rakete ab. Wenn ihr da seid sowieso. Pass auf, kleiner Tipp von mir. Ihr zwei seht hier unten besser. Kommt ihr mal runter, wir treffen uns drin und in diesem Moment sage ich herzlich willkommen zu Fricke Landmaschinen live. So, da sind wir schon wieder. So sieht das hier aus, bis die beiden Herren, die älteren Herren hier unten sind, zeige ich euch mal ganz kurz, wie es hier so aussieht. Die Fricke-Gruppe hat ordentlich umgebaut. Das ist normalerweise ja alles Bürogebäude, Campus. Schaut mal, was für ein Studio gebaut wurde. Jetzt könnt ihr das mal so ein bisschen von hinter den Kulissen sehen. Licht und so weiter, das ist wirklich professionell. Da gehen wir hinein. Und wenn man schon als Unternehmen so dick auffährt, da muss ich sagen, da braucht es einen guten Moderator. Da braucht es jemanden, der sich in der Szene auskennt. Da braucht es einen fernseherfahrenen Mann. Da braucht es quasi den Besten, den es gibt. Der muss schlau sein, eloquent. Im besten Fall muss das auch noch ein gut aussehender Moderator sein. Der hatte heute leider keine Zeit. Deswegen würde ich sagen, kriegen wir das auch so hin. Was meint ihr? Klar, Sven, das kriegen wir hin, ja. So, ihr zwei, wir können jetzt Folgendes machen. Wir eröffnen die Show. Ich habe schon so einen kleinen Hinweis gegeben. Es ist Tag 3 und ich würde sagen, heute zünden wir die Rakete, so wie du eben gesagt hast. Ne? Ja klar, nein, das ist wahnsinnig spannend und wir freuen uns auf einen ganz tollen, spannenden Abend mit unseren Kunden, mit den Zuschauern hier. Ich sag mal so, wir fangen jetzt hier an diesem Tisch ganz sachte und ruhig an. Es wird aber eine Mischung aus Schlag den Star und Wetten, dass. Es wird so das Wetten, dass der Landmaschinen. Können wir dazu sagen? Wir hatten uns ja, also letztes Jahr haben wir uns ja schon kennengelernt, hat uns richtig gut gefallen mit dir und haben gedacht, ist das so? Ja, okay. Das war so unser Eindruck, Heinz. Ne? Mhm. Und haben gesagt, da legen wir noch mal einen rauf und dann haben wir uns Gedanken gemacht mit so einem kleinen Arbeitskreis. Also wenn man nicht weiter weiß, bildet einen Arbeitskreis und dann haben wir uns Gedanken gemacht und dass dieses Konzept dabei rauszukommen. Also wir haben 4 richtig gute Spiele vor uns heute. Ja. Das wird richtig super. Ich glaube, also ich will nicht zu viel sagen, aber wir schreiben heute, sonst hätte ich gesagt Fernsehgeschichte, aber wir werden heute hier Online-Geschichte schreiben. Und das ist das Gute. So, ihr zwei. Wir haben im letzten Jahr ja tatsächlich durch den Wegfall der Esslinger Landmaschinenschau im Waren, so, ne, also hattet ihr zehntausende Menschen hier immer auf dem Hof, ging nicht und so weiter. Letztes Jahr das erste Mal die Idee, das online zu machen. Wir waren hinten in der Halle. Wie war das so für euch und wie ist jetzt dieses Jahr vorangegangen, dass ihr gesagt habt, wir hauen noch mal einen raus? Ja, wir haben gesagt, okay, wir wollten auf jeden Fall etwas machen für unsere Kunden, für unsere Zuschauer. Live und ja, in Farbe vor Ort konnten und dürfen wir nicht. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir wollen dieses Projekt Livestream digital weiter ausbauen und deswegen war es uns wichtig, etwas zu tun und dann eben mit dem ganzen Unternehmen die letzten 2 Tage und heute der dritte Tag
sehr, sehr spannend. Und wir waren auch überrascht von dem Erfolg der letzten Veranstaltung. Und das hat uns auch den Antrieb gegeben, was Neues zu machen und auch in einem neuen Format. Das ist gut. Wir haben ja auch viele spannende Themen heute. Stichwort auch digitale Landwirtschaft. Joachim, wie ist es so genau, bei dir? Genau, wir haben ja gesagt, wir wollten auf das letzte Jahr aufbauen und haben das dem Ganzen ein Motto gegeben, in der Spur bleiben. Bezieht sich dann auf digitale Landwirtschaft. Wie heißt das noch, das Fremdwort mit P? Was? Precision Farming. Oh, genau. Jetzt wolltest du mich aber ganz kurz hier genau. durchziehen. Aber geübt, ne? Nein, genau, das war einmal das Thema und eben auch der Tradition, also die Tradition bewahren. Landtechnik ist ein sehr traditionelles Geschäft. Okay, meine Herren, wir werden uns noch sehen. Wir werfen jetzt erstmal einen kleinen Blick zurück auf das letzte Jahr. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie jetzt auf der Showtreppe die heutigen Gastgeber Hans-Peter Fricke und seine Söhne Adrian und Philipp Fricke. So, ihr müsst schon zu mir kommen. Okay. Also ein bisschen Weg ist es dann doch von der Showtreppe ins Studio. So ganz wetten, das ging nicht, weißt du, Showtreppe zu weit weg. So, ihr kommt ihr hier rum, wunderbar. Genau. So, wir haben das eben schon angedeutet, heute die große Show. Hans-Peter, letztes Jahr, wir haben gerade den Rückblick gesehen, waren wir hinten in der Werkshalle, waren auch schon imposante Geschichten, ihr habt da richtig schön aufgebaut, wir hatten Nebellicht und hast du nicht gesehen, super Maschinen, die wir da vorgestellt haben. Jetzt ein Step weiter, 3 Tage am Stück, 3 Live-Geschichten, wie kam es dazu? Nein, ganz einfach, wenn wir schon mal hier sind, dann haben wir natürlich gesagt, dann machen wir es auch für die anderen Unternehmensbereiche. Und so dass wir eben gesagt haben, dann am ersten Tag haben wir es dann für Granit gemacht, also für unser Ersatzteilgeschäft, am zweiten Tag für Saphir. Und nee, wenn das hier alles so schön aufgebaut ist, dann kann man sagen, okay, dann machen wir es natürlich gleich für alle und so kam es dann. Das kann man gleich nutzen. Zu Beginn der Sendung wollen wir natürlich auch heute einen Blick werfen auf den aktuellen Stand in der Landwirtschaft. Wir hatten uns schon auch gestern und vorgestern darüber unterhalten. Es gibt ein Thema, das uns alle sehr beschäftigt. Ja, das ganz große Thema ist eben die Ukraine, die ja im Grunde genommen für unsere Freiheit momentan auch kämpft. So muss man das ja sehen. Und wir haben eben eigene Mitarbeiter da. Also da ist dann eben jemand, Jarek Schurischenko, der seit über 20 Jahren für uns arbeitet, der tagsüber noch zur Fabrik fährt und nachts dann im Keller sitzt. So, das sind dann eben so persönliche Geschichten und ich glaube, das belastet uns alle sehr. Mhm. Ein Krieg im 21. Jahrhundert hier vor unserer Haustür. Lemberg ist ja nur ein paar hundert Kilometer von Berlin weg. Und wir wissen alle noch nicht, welche Folgen das auch für uns hat, wann dieser schreckliche Krieg dort endet. Also eine ganz, ganz große Belastung. Trotzdem haben wir gesagt,
wir wollen eben diese Veranstaltung machen, das Leben muss weitergehen. Und ja, aber trotzdem belastet, glaube ich, uns alle das. Sicher, da haben viele einen Disput. Ne? Wie gestalte ich jetzt meinen Alltag? Mache ich so weiter wie bisher? Aber nun gut, die Entscheidung steht und ich finde sie auch richtig. Adrian, das Motto ist in diesem Jahr in der Spur bleiben. Genau. Ist das auf die Landwirtschaft bezogen, auf euer Unternehmen? Wie meinst du das? Also da waren wir mal richtig kreativ. Ne? Genau zu sagen, Jonas von Lösen war hier richtig kreativ natürlich mit dem ganzen Team. Und man kann das im Prinzip auf verschiedene Dinge projizieren. Wir haben es eben schon mal gehört auf Precision Farming. Wir haben es, glaube ich, auch vorgestern schon mal gesehen mit Dr. Trecker, ja, der dann eben Parallelfahrsysteme. Aber eben auch in der Spur bleiben wir als Familie, also auch bei uns wird die Spur weitergehen. Wir werden das Unternehmen irgendwann übernehmen und kann man ja auch sagen, in der Spur bleiben. Und ich glaube auch, Ukraine, Corona, trotz diesen ganzen Themen wollen wir als Unternehmen mit den Mitarbeitern in der Spur bleiben und einfach weitermachen und Spaß haben. Sehr gut. So, und Philipp. Du bist seit August im Unternehmen, letztes Jahr August, ne, ja, und hast die Baumaschinen unter deinen Fittichen. Und, meine Damen und Herren, jetzt kommt etwas, da muss man quasi den roten Teppich ausbreiten, weil ihr habt etwas auf dem Herzen. Ja, wir haben zurzeit über 300 offene Stellen in Gesamtdeutschland. Also das heißt, einmal die Landtechnikbetriebe, zum Beispiel Mechaniker, wir natürlich im Baumaschinenbereich, also im Einkauf, im Verkauf, im Produktmanagement, in der technischen Redaktion, im Lager haben wir überall offene Stellen. Und wenn Sie Lust haben, mit in unser Team zu kommen, dann gucken Sie bitte auf unsere Webseite und bewerben Sie sich bei uns. Oder wenn Ihnen das zu kompliziert ist, rufen Sie ja einfach an und fragen Sie nach einem Job, das geht auch. Also bei über 300 Jobs, die da zur Verfügung stehen, in allen Bereichen, ich glaube, Fricke ist nicht der schlechteste Arbeitgeber. So, meine Herren, sind wir bereit, diese Show zu starten? Sind wir bereit, die Spiele beginnen zu lassen? Ready to rumble. Dann würde ich sagen, wir starten mit dem ersten Tippspiel Tauziehen. Man könnte sagen, es ist der Einzug der Gladiatoren. So, liebe Freunde, es ist so, dass wir werden heute Abend vier große Spiele hier draußen spielen und ihr zu Hause könnt etwas gewinnen. Ihr sollt mittippen. Es funktioniert wie folgt. Ich erkläre kurz das Ziel dieses Spiels. Das Ziel dieses ersten Tippspiels Tauziehen ist, dass ihr als Zuschauer tippen müsst, wer als erstes Team die Ziellinie erreicht. Wir haben einmal das Team Fraueninnendienst hier drüben, die gleich einen Trecker ziehen werden, gleichzeitig gegen das Team Ausbildungswerkstatt auf dieser Seite. Ihr seht wahnsinnig motiviert aus. Ah, geht doch, ein Lächeln. Gucken wir mal da drüben. Sehr gut. So, damit ihr tippen könnt, blenden wir jetzt einen QR-Code ein. Da könnt ihr drauf gehen. Oder aber ihr geht direkt auf die Seite live.fricke24.de. Wir geben euch jetzt etwas so um die 3 Minuten Zeit,
um auf diese Seite zu gehen und zu tippen, welche Mannschaft dieses Spiel gewinnt. Haben wir jetzt eigentlich auch ein Foto von dem Preis, was wir da einblenden können, oder eher nicht so? Jonas, haben wir nicht? Ach, den Preis zeigen wir auch erst am Ende. Ist das eine Überraschung? Aber ist doch super, der Preis. Hat was mit Grill und Bier zu tun. Aber mehr darf ich nicht verraten, oder was? Gut. Und bitte? Und Black Edition. Ach, stimmt. Auch noch. Black Edition auch noch. Gut, okay, pass auf. Hinrich, du rödelst den Trecker schon mal hin. Währenddessen, Björn, wollen wir mal gucken, was haben wir denn hier für einen Trecker? Worum geht's da? Ja, wir haben den Arion 470 der neuen Serie. Ich erzähle dir mal ein bisschen was über ihn. Ja, das ist gut, aber fass kurz, ne? Ich fass kurz. Aber ich denke mal, du wirst fast neidisch mit deiner Brunhilde, dass du vielleicht sogar tauschen möchtest. Ist das der, den ich vorhin reingefahren habe hier? Ja, genau. Ja, der hat ordentlich Dampf unter der Haube, ne? Ja, 155 PS. Was kann er noch? Ja, ich gehe jetzt mal ein bisschen nach innen. Also du hast hier, du kannst zwar deinen Sternenhimmel angucken, dafür ist es zwar jetzt nicht da, das ist, damit du schön mit deinem Frontlader arbeiten kannst und alles sehen kannst, wenn du damit arbeitest. Das ist mir gleich aufgefallen. Also das ist das Erste, was man sieht, wenn man da drin sitzt. Das ist richtig gut. Aber du hast halt auch schönen Sternenhimmel, ne? Jo. So, du hast den Multifunktionsgriff, womit du alles bedienen kannst, unseren Elektropiloten. Damit kannst du halt deine Gänge schalten, du kannst den Frontlader bedienen, du kannst das Hubwerk darüber steuern. Du kannst relativ viel damit machen. Mit einer Hand. Ja, er ist auch sehr bequem. Beifahrersitz ist da. Alles, was man so braucht. Ja, und man passt mit eigentlich jeder Größe rein, von klein bis groß. Wunderbar. Würdest du den netterweise jetzt auch einparken? Das, ja. Okay, sehr gut. In der Zwischenzeit schnapp ich mir Hinrich. Hast du jetzt das größere oder etwas kleinere Modell mitgebracht, Hinrich? Ich habe das kleinere Modell mitgebracht. Obwohl du der größere Typ bist, ne? Das ist er. Er ist länger als ich. Ich dachte jetzt, ich meinte breite Umfang, ja, und so. Das ist was anderes. Hast du den Schlüssel mitgenommen? Ja, den muss ich mitgenommen. Soll ich ihm kurz was zeigen? Ja, auf jeden Fall. Gut. Ach, du musst die Motorhaube mit dem Schlüssel aufmachen. Ah. Guck mal, der Hinrich zeigt gerne, was er unter der Haube hat. Genau. Das ist das Herzstück, 4,5 Liter FPT. Den können wir hier komplett auseinanderklappen, damit wir es sauber machen können, kann jeder rankommen. Wir können an dem Luftfilter super rankommen. Ja, das stimmt, ja. An diesem Schlepper und alle Sachen auch trotz Frontlader, der da dran ist, Öl, Flüssigkeiten eben halt komplett befüllen. Ohne, dass wir uns einen abbrechen müssen beim Ölfilter. Also man kann überall rankommen. Das ist schon mal gut. Gedacht. Wirklich jetzt mal, ne? Das ist neu, oder nicht? Den Motor gibt es schon länger. Aber, das aber war das schon immer so super? Das ist neu. Okay. Also jeder kennt das, also PKW, ne? Da machst du die Haube auf, da kriegst du ja überhaupt nichts mehr hin. Brauchst du nur im Grunde genommen hier vorne das lösen und dann kannst du den ganzen Kühler, man sieht das hier auch ganz gut, komplett hochklappen auf dieser Seite und dann bist du quasi überall dran und kannst alles sauber machen. Wunderbar, klingt sehr gut. Okay, dann wolltest du mir noch was zeigen? Oder nee, glaube ich, das war's dann. Das reicht uns an dieser Stelle. Wunderbar, so, dann wollen wir mal gucken, welche Mannschaften wir hier haben. Also, haben wir denn auch gleich viele Personen überhaupt? Henrike? Ja. Wir Mädels sind 10 aus dem Innendienst und die Werkstattjungs sind auch 10. Soll ja alles gleichgerecht sein hier bei uns. Henrike, Fachfrage. Wie habt ihr euch auf diesen Wettbewerb Tauziehen vorbereitet? Wurde im Vorfeld irgendwie gedopt, wurde trainiert? Was war da los? So was brauchen wir bei Fricke natürlich nicht. Also wir wollen natürlich heute ordentlich Frauenpower hier zeigen, wie wir so einen 5-Tonnen schweren Schlepper über die Linie gleich ziehen. Aber wir haben uns überlegt, nur noch mal um sicher zu gehen, dass wir sonst vorher noch mal eben so einen kleinen Zaubertrank einnehmen. Ja. Und dass du den vielleicht auch eben mit uns trinkst. Ach, ich jetzt auch schon wieder. Kann ja nicht schaden. Wir haben ihn bei den anderen Tagen. Du hast ja den Frickekorn sehr gut vertragen. Hat er, ja. Ja. Um es kurz aus dem Nähkästchen zu plaudern, in Sendung Nummer 1 am Freitag gab es zwischendrin schon 2 Korn. Es moderierte sich locker flockig vor sich hin, aber dass jetzt gleich am Anfang schon losgeht, na gut. Ja, wir wollen ja auf Nummer sicher gehen, ne? Alles klar, die Jungs, ihr also, Jungs aus der Ausbildungswelt, ihr kriegt nichts. So Mädels, also, dann, ja. Habt ihr auch so einen Schlachtruf oder was? Ja, Frauenpower bei Fricke, ne, ist ja klar. Ja, also Mädels, ne? Prost! Schauen wir, Prost! Was hatte ich denn für eine Sorte? Lecker. Ja, ist wir haben dir extra so einen mit Leo-Look gegeben, ne? Dachte, das passt ganz sehr gut. Sehr gut, huch. So. Okay, ah, die Trecker sind vorbereitet, das finde ich sehr gut. Okay, ihr Lieben,
Ihr könntet mal schon mal so langsam an eure Startpositionen gehen, an eure Seile. Macht euch bereit, ihr Jungs bitte auch. Und wir, Jonas, wo ist mein Schiedsrichter? Komm doch mal ganz kurz. Wollen wir jetzt sagen, Tippspiel, Zeit ist um. Also wer bis jetzt nicht getippt hat, hat Pech. Schließen wir das Tippfeld? Okay, wir schließen jetzt an dieser Stelle die Möglichkeit noch zu tippen. So sieht der Aufbau aus. Und ich muss sagen, hier mal ganz kurz eine Frage an die Jungs aus der Ausbildungswerkstatt. Wer ist im ersten Lehrjahr? Wer ist im zweiten Lehrjahr? Wer ist im dritten Lehrjahr? Du und du? Weißt du, guck mal, ich habe die Proben gesehen. Ihr seid im dritten Lehrjahr. Ihr seid schon 3 Jahre dabei, eure Oberarme zu trainieren. Ihr beide geht jetzt mal raus aus der Reihe und damit seid ihr nur noch 8. Ja? So, du bitte auch raustreten, damit wir hier etwas bessere Verhältnisse schaffen. Und nur mal, um aus dem Nähkästchen zu plaudern. Oh. Da kommt schon wieder der Störenfried ins Bild gefahren. Meine Damen und Herren, fahr mal weiter, damit wir dein Angebot auch sehen. Extra an diesem Wochenende und jetzt im Angebot die Ballenpresse, die da hinten dran ist, für 29.900 Euro. So, wir haben es gesehen, vielen Dank, du kannst die Bahn freimachen, 29.900 Euro ganz exklusiv an diesem Wochenende. So, hier sind 2 Mann weniger, Mädels, seid ihr bereit? Seid ihr mit dem Fuß von der Bremse? Seid ihr mit dem Fuß von der Bremse? Freunde, aufpassen. Wir hatten das in der Probe anders. Dann sage ich in diesem Moment, top, das Tippspiel gilt. Ja, Mädels, sehr gut. Ich sehe fast nichts im Nebel, aber das sah sehr gut aus. Das sah sehr gut aus. Henrike, die Power bei Fricke, sag ich nur, ne? Die 2 Mann, die fehlten, haben es gemacht. Vielen Dank, war eine gute Idee von dir, Sven. Ja, und ist anstrengend, oder? Ist auch so geschafft. Ist anstrengend, oder? Ja, aber es ist ja einfach eine coole Sache heute Abend, würde ich sagen. Dafür machen wir das doch gerne. Ja, aber ihr seid auch so ein bisschen außer Atem. Und sonst sitzt ihr wirklich alle im Innendienst? Ja, alle im Innendienst. Nichts mit den Treckern und so weiter in der Praxis am Hut? Eigentlich nicht. Also, ja, nicht, dann, dass ich wüsste. Aber dann macht es doch umso mehr Spaß, wenn man sich mal so richtig auspowern kann, oder? Auf jeden Fall. Ihr habt das super gemacht. Der da drüben hat einmal kurz gestockt. Ich glaube, der ist über irgendwas rübergefahren. Ne? Was war los, die Herren hier? Oh, du guckst. Aber unser Fahrer ist ein bisschen korrupt. Das gibt es nicht. Guck mal, er weist jegliche Schuld von sich. Vielleicht ist er aus. Er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Vielleicht ist er vom Gaspedal auf die Bremse gerutscht. Man weiß es nicht so genau. Ist möglich. Kann sein. Aber ich finde, ihr habt das auch ganz toll gemacht. Und ey, am Ende, ihr seid die Kavaliere. Ne? Ihr seid doch bestimmt gute Verlierer, oder nicht? Ja, klar. Das kam so halb überzeugend rüber. Okay, das war unser erstes Tippspiel für heute Abend. Wir machen jetzt Folgendes. Ah ja, genau. Wir werfen jetzt einen sehr interessanten Blick auf die digitale Zukunft in der Landwirtschaft. Bevor wir das drin mit Gesprächsgästen machen, werfen wir erstmal einen Blick auf die Familie Brüning, bei der zu Hause auch die Digitalität immer mehr Einzug nimmt. Mein Name ist Jürgen Brüning. Ich bewirtschafte hier im Teufelsmoor mit meiner Familie zusammen einen Kartoffelbaubetrieb und wir verkaufen unsere Kartoffeln direkt in der Region und auch bei uns zu Hause im Hofladen. Ich bin Dina Brüning. Ich wohne zusammen mit meinem Mann auf unserem Betrieb in Worthausen bei Lienthal. Ich bin gelernte Landwirtin und komme auch von einem landwirtschaftlichen Betrieb. Warum ich diesen Beruf liebe, ist einfach diese Vielfalt, die ihn ausmacht. Es ist einfach eine perfekte Verbindung für mich von Arbeitsleben und Familienleben.
Ja, ich bin die 11. Generation hier auf dem Hof und freue mich halt riesig, den Hof zu übernehmen bald und liebe das auch, in der Natur zusammen zu arbeiten. Also wenn die kleinen Kartoffeln nachher rausgucken aus der Erde, finde ich mega spannend und zu sehen, was da nachher draus wird. Wir produzieren hochwertige Lebensmittel und erhalten auch einfach eine schöne Landschaft, eine schöne Natur, in der auch die Leute sich gerne bewegen. Ich glaube, wir Landwirte sind jetzt gefragt und sollten der Öffentlichkeit erklären, wie gut wir unseren Job machen. Denn jeder von uns macht einen super Job. Ohne uns wird es keine Pommes, kein Bier, keine Pizza, kein gar nichts geben. Keine Brötchen, kein Brot, kein Fleisch. Da wünsche ich mir einen offenen Dialog zwischen Landwirten und Verbrauchern. Wir laden Kindergartengruppen ein oder auch Schulen, die sich unseren Betrieb hier angucken, um ihnen einfach zu zeigen, wie schön die Landwirtschaft ist, wie schön das Leben auf so einem Hof ist. Ich möchte nachher nicht von meinen Kindern die Frage gestellt bekommen, sag mal, Papa, was hast du da eigentlich gemacht? Ich möchte dann sagen können, ich habe nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Das heißt, mit den Ressourcen vernünftig umgehen, das heißt einmal mit dem Geld vernünftig umgehen, mit den Mitarbeitern vernünftig umgehen, dass sie lange da bleiben und auch mit dem Land, mit dem Boden. Das ist unser wichtigstes Gut. Zur Nachhaltigkeit gehört für mich auch auf jeden Fall, dass man langfristig mit Partnern zusammenarbeitet, sowohl auf der Einkaufsseite als auch auf der Verkaufsseite. Denn ich habe von meinem Vater mal den Satz gehört, nur ein langfristiges Geschäft ist ein gutes Geschäft. Darum arbeiten wir auch mit der Firma Fricke zusammen und auch lieben gerne mit Steffen, weil Steffen auch ein Mann aus der Landwirtschaft ist, hat Landwirtschaft gelernt und halt mega viele praktische Erfahrungen hat und weiß genau, wovon ich rede, wenn ich ihn was frage. Das finde ich sehr, sehr gut. Ja, wir arbeiten bei uns auf dem Betrieb mit GPS-Technik bei den Kartoffelpflanzen und beim Heufüllen und nachher auch beim Krautschlagen. Wir fahren insgesamt 5-mal nachher durch den Bestand durch und arbeiten zweireich. Und wenn wir dann nicht mit GPS-Technik arbeiten würden, würden wir doch extrem viele Kartoffeln anfahren und hätten dann extreme Qualitätsverluste. Aus diesem Grund haben wir uns damals für GPS-Technik entschieden. Und ja, da hat Steffen uns auch sehr weitergeholfen und uns da sehr viel erklären können, wie das Ganze funktioniert. Und jedes Mal, wenn ich noch ein Problem haben sollte mal, kann ich ihn anrufen und er hilft mir. Und wir sprechen über digitale Landwirtschaft. Alle sind im Studio. Leonard Bausch, Spezialist für digitales Business bei Fricke. Marco Moormann ist da, Landtagsabgeordneter der CDU. Marie Hoffmann, Influencerin in der Landwirtschaft und auch gerade im Bundestag. Zwar nur Praktikum, aber immerhin. Und Jürgen Brüning, dich haben wir gerade gesehen. Wie muss ich mir das vorstellen? Du hast deinen normalen Schlepper und du hast dir GPS draufbauen lassen? Genau, wir haben vor circa 5 Jahren angefangen mit GPS-Technik zu arbeiten. Wir haben dann eine Kartoffelpflanzmaschine und dann fahren wir zweireich. Und wenn wir dann ohne GPS-Technik fahren würden, dann würden wir doch extrem schief fahren. Ja. Habe ich gerade gestern wieder feststellen können, wenn der Satellit mal nicht richtig funktioniert und man von Hand fährt, dann ist man doch ganz schön aufgeschmissen. Also wir sind doch ganz schön verwöhnt durch diese ganze Technik. Ja, das stimmt. Da sagst du was. Ich hatte hier einen Dreh mit so einem wirklich autark arbeitenden Farmroboter, Farmdroid heißt der. Funktioniert soweit alles super, der macht das alles selber. Mhm. Aber das Ding, das Feld war in der Nähe der A7 und auf der A7 war ein Unfall. Und was machen die Leute im Unfall? Sie gehen alle ans Handy. Und dann gab es so viel Störung, dass der einen Totalausfall hatte. Super. Sowas kann dann auch kommen. Kannst du dir noch mehr vorstellen als das GPS-System? Also denkst du weiter? Bist du dafür offen? Auf jeden Fall. Ich habe letztens mit Steffen auch tatsächlich gerade gesprochen. Wir haben nochmal einen neuen Schlepper gekauft. Und da habe ich zu Steffen gesagt, ich sage, vielleicht ist das der letzte größte Schlepper, den wir gekauft haben. Vielleicht wird es zukünftig in kleine Roboter oder was auch immer gehen, da würde ich sagen, kann ich nicht mehr vorweglaufen. Ich bin jetzt 34 und darf mit Glück vielleicht noch 30 Jahre in der Landwirtschaft arbeiten. Und dann wird das mit Sicherheit irgendwann auf uns zukommen. Immer schön auf die Bandscheibe achten. Ja, ne? Genau. So, Leonard, du müsstest uns vielleicht mal so einen kleinen Ausblick geben. Ich meine, du bist da total im Business, du bist total drin. Vielleicht so ganz für uns, damit wir mal so einen kleinen Einblick haben, wo geht es hin, wo geht die Reise hin, was ist der aktuelle Stand? Der aktuelle Stand ist tatsächlich, dass das Thema, was Jürgen eben auch angesprochen hat, das Thema RTK immer wichtiger wird. Also dass wirklich die Maschinen
auf 2 Zentimeter genau über den Acker fahren. Das ist das eine. Das andere, was wirklich immer wichtiger wird, und das stelle ich seit letztem Jahr sehr deutlich fest, ist das Thema teilflächenspezifische Ausbringung. Gerade jetzt, Düngerpreise gehen durch die Decke, Organik spielt wieder eine riesengroße Rolle. Dass wir auch hier wirklich die Möglichkeit haben, das Ganze teilflächenspezifisch und auch nach den, ich sag mal, Vorgaben des Kunden, aber vielleicht auch ein bisschen nach der Automatisierung das Ganze ausbringen. Du meinst auf Deutsch, dass nicht zu viel Dünger auf den Acker kommt, dass das genau ja, vielleicht nicht, dass zu viel Dünger kommt, sondern das, was der Landwirt noch darf, ja. Dass das nicht einfach nur ausgestreut wird, sondern dass wir hier wirklich auf die einzelne Parzelle schauen, wo kann ich meinen Dünger optimal einsetzen, dass ich auch wirklich diese Kilos, die ich noch ausbringen darf, wirtschaftlich einsetze und vor allen Dingen für mich auch förderlich einsetze. Aber Leonard, wir kennen das alle. So, dann haben wir irgendwann, wir haben uns ja an unser Handy gewöhnt, dann kommt irgendwann Neues und dann musst du da die Update machen, alles die Apps darüber spielen und irgendwie kommen die Fotos nicht mit und so weiter. Das kennen wir alles. Hast du das Gefühl, die Leute haben so ein bisschen Angst vor der Digitalität in der Landwirtschaft oder sind alle offen, empfangen dich da mit offenen Armen und sagen, ran damit, bau rein? Also ich würde sagen, mich empfangen tatsächlich relativ viele mit offenen Armen. Der eine mehr, der andere weniger, der dafür offen ist. Was wir uns aber auf die Fahne gesetzt haben, ist, dass es für uns sehr wichtig ist, die Kunden hier einfach zu unterstützen. Wir haben festgestellt, oder was heißt festgestellt, wenn man einem Kunden ein Produkt verkauft und ihn dann damit in Ruhe lässt, nenne ich es jetzt mal, also man sich meldet sich da nicht mehr, dann ist es relativ schnell klar, dass der Kunde nach kurzer Zeit mit dem Produkt unzufrieden ist. Wenn er aber einen Ansprechpartner hat oder auch jemanden, der ihn das Produkt vielleicht komplett einrichtet und für ihn da ist und auch langfristig betreut, dann hat der Kunde auch Spaß damit und dann kann man ihm definitiv die Angst vor dieser Digitalisierung nehmen. Deswegen würde ich schon sagen, es sind viele Kunden sehr offen, etwas skeptisch am Anfang, aber durch die nötige Betreuung, in diesem Fall durch mich, ist das auf jeden Fall sehr positiv. Herr Moormann, Sie sagen, die Landwirtschaft muss sich politisch, also auch in der Politik, weiterentwickeln. Das habe ich heute noch auf Ihrer Homepage gelesen. Siehst du wohl. Wie meinen Sie das genau? Ja, das ist ja heute ein tolles Motto. Wir sprechen davon, in der Spur zu bleiben. Ich habe das große Glück, hier Abgeordneter in einem Wahlkreis zu sein mit einer starken Landwirtschaft. Wir haben tolle landwirtschaftliche Betriebe, wir haben auch einen starken vor- und nachgelagerten Bereich, so wie Fricke hier. Und die Menschen hier in den Dörfern leben gut davon, dass wir eine gesunde Landwirtschaft haben. Und deswegen muss die Agrarpolitik auch in der Spur bleiben, damit genau diese Möglichkeiten eben auch erhalten bleiben. Und wir wollen ehrlich sein, wir haben gerade gehört, RTK-Korrektursignal. Manchmal in den letzten Jahren hatte man hier und da in der Agrarpolitik den Eindruck, dass das Korrektursignal bei dem einen oder anderen ein bisschen schiefgegangen ist. Und da muss die Politik wieder ein bisschen zurück in die richtige Spur. Dafür trete ich ein und freue mich, dass ich hier gute Mitstreiter habe. Der Mann ist vom Fach hier, du. Ja. Haut hier mit Begriffen um sich. Nicht verkehrt. Also würden Sie denn vielleicht auch sagen, wir stecken ja nun mal in einer Situation, wo es wichtig ist, dass wir auch wirklich Lebensmittel produzieren. Also wichtiger denn je. Es fällt ja gerade sehr viel weg aus der Ukraine. Das ist ein ganz entscheidender Punkt und es ist eigentlich schade, dass erst ein Krieg ausbrechen musste hier in Europa, dass den Menschen wieder deutlich wird, dass Nahrungsmittelsicherheit das zentrale Moment ist in der Landwirtschaft. Und ich glaube, wir sind sehr gut beraten, wenn wir über manche Dinge einfach nochmal neu nachdenken. Ob das die EU-Agrarreform ist, dass man da sehr viele Beschränkungen hat, die man, ob das Pflanzenschutzmittel sind, ob das um die Düngung geht oder ob es auch um Flächenstilllegung geht, das müssen wir nochmal auf den Prüfstand stellen. Wir müssen mal neu nachdenken, ob wir nicht jetzt gerade genau in der Phase sind zu sagen, liebe Leute, Nahrungsmittelsicherheit hat Vorrang und dafür wollen wir eintreten. Ja, vielleicht brauchen wir doch nicht so viele Blümchen am Feldrand. Erstmal können ja kommen irgendwann, aber vielleicht die nächsten 2 Jahre noch nicht. Genau, da lieber die ein oder andere Kartoffel von Jürgen Brüning. Oder so, ne? Marie, du bist Influencerin, über 140.000 Follower und du kommst aus dem landwirtschaftlichen Bereich und machst gleichzeitig derzeit ein Praktikum im Bundestag. Erklär uns das doch mal bitte. Wie ich dazu komme. Ja, zum Beispiel. Ja, also erstmal zum Agrar-Influencing, wie es sich inzwischen schimpft. Bin ich gekommen. Eigentlich war meine Idee dahinter, den Verbrauchern die Lebensmittelproduktion und damit auch die Landwirtschaft wieder näher zu bringen. Ja. Und das Ganze natürlich auch ein Stück weit realistisch abzubilden, aber eben auch positiv. Denn es ist oft sehr negativ belastet beim Verbraucher. Und auch in den öffentlich-rechtlichen Medien wird es oft sehr negativ dargestellt. Und dadurch habe ich ein Stipendium
bekommen vom Landwirtschaftsverlag. Und die haben es mir ermöglicht, dann auch im Rahmen meines Masterprogrammes, meinen Master absolviere ich in Soest, und dann auch mal in die Agrarpolitik reinzuschnuppern. Und deswegen bin ich jetzt im Bundestag gelandet. Für nicht zwei schlecht, Monate. Ich habe sogar ein Selfie gesehen mit Annalena Baerbock. Genau. Also das heißt, du bist da an den richtigen Stellen ja sogar. Ne? Und dann hast du auch so viele Follower. Also du kannst durchaus auch was bewegen vielleicht eines Tages. Naja, oder? Also im Moment noch nicht. Ich spiele gerade erstmal Mäuschen und darf so ein bisschen dabei sein. Ich durfte zum Beispiel jetzt auf der Sondersitzung dabei sein, vorletzten Sonntag. War natürlich sehr spannend, ein historisches Ereignis im Bundestag. Ne? Aktuell bewege ich da nichts Großes, aber ich freue mich natürlich ein bisschen auch mit meiner Fachexpertise, die ich schon sammeln durfte innerhalb meines Studiums, aber auch natürlich mit meinen Praxiserfahrungen, da einfach die Landwirtschaft und die Praxis wieder so ein bisschen ein Stück weit vielleicht mit der Politik zu vereinen. Ja, es ist ja auch wichtig, man muss halt auch aufklären, ne? Absolut. Also wie wird gearbeitet, was ist richtig, was ist falsch und wie es der Zufall so will. Wir sprechen über Digitalisierung in der Landwirtschaft. Heute höre ich im Deutschlandfunk, dass Forscher das Grunzen von Schweinen aufgenommen und entschlüsselt haben. Sie haben 7000 Schweine genommen und immer geguckt, sind die da in einer Stresssituation oder nicht. Okay. So kurz vorm Schlachten oder auf der Weide oder wie auch immer oder im Stall. So, was ist der Hintergrund? Sie wollen jetzt eine App entwickeln für den Landwirt, damit der seinem Schwein das hinhalten kann und dann auch seinem Handy angezeigt bekommt, ob das Schwein gute Laune hat oder schlechte Laune, gestresst oder nicht gestresst. Dafür werden aktuell App-Entwickler gesucht. Brauchen wir das? Ich weiß es nicht. So ein ähnliches Projekt gibt es ja schon. Es gibt ja schon die Husten-App für Schweine. Kennst du die? Nee. Ja, da hast du dein Handy in der Tasche als Landwirt und gehst durch den Stall bei deiner täglichen Tierkontrolle und dann sagt dir deine App, wenn du ein Hustenproblem im Stall hast. Und dann du oder das Schwein? Das Schwein. Also, wenn du Corona hast, ich weiß nicht, wie das anschlägt. Aber okay. Ja, ich glaube, alles brauchen wir auch nicht. Also wer seine Schweine kennt, der kriegt das vielleicht auch so hin. Ja, das stimmt. Okay, ein super spannendes Thema, man könnte ewig weiterreden. Aber so viel Zeit haben wir ja auch nicht. Und deswegen sage ich vielen Dank an dieser Stelle. Und wir starten jetzt unser Tippspiel Schnelligkeit. Das macht ordentlich was her, meine Damen und Herren. So, wo ist denn der Philipp? Den könnte ich jetzt hier gut gebrauchen. Ah, da ist er. So, meine Damen und Herren, ich erkläre euch jetzt das Spiel, was es zu schätzen bzw. zu tippen gibt. Wir haben hier Werder-Profi Philipp Parkfrede. Und wir haben hier... was haben wir hier, Jungs? Ihr wisst das am besten. Wir haben hier einen Klaas Jaguar 99 Feldhäcksler, der größte der Serie, mit 925 PS. 900? Was macht er denn jetzt? Nicht, dass das der letzte Abgesang da eben war. So, und für euch lautet die Frage zu diesem Tippspiel. Wie viele Bälle kann Werder-Profi Philipp Parkfrede innerhalb des kompletten Klappvorgangs des Orbis 900 mit seinem Fuß hochhalten? Ich erkläre es nochmal. Ihr beide setzt euch gleich darauf, startet die Maschine und das Ding wird ausgeklappt und auch wieder zusammengeklappt. Wie oft wird der Philipp schaffen, den Ball hochzuhalten? Ich sage mal, auch wenn er mal daneben geht oder so, kannst du dann wieder nehmen. Hauptsache, es geht weiter. Ne? Du darfst jetzt aber nicht selber schätzen, wie lange oder wie oft du kannst. Aber du bist schon, also so als Werder-Profi in der zweiten Mannschaft, kriegt man das schon hin. Das sollte man meinen. Ich bin selber gespannt, wie lange die Maschine braucht, wie viel ich schaffe.
Wir werden sehen gleich. Ja, wir werden sehen. So, Leute, der QR-Code ist eingeblendet. Gebt jetzt eure Tipps ab. Also ihr müsst eine genaue Zahl angeben. Der nächste gewinnt. Gewinner geben wir am Ende der Sendung bekannt. Oder eben ihr geht auf live.fricke24.de. 3 Minuten Zeit ab jetzt. In der Zwischenzeit können wir uns ein bisschen umgucken und uns diesen niegelnagelneuen Maishäcksler etwas genauer... Ach nee, warte mal, hier ist er ja fast in die falsche Richtung gelaufen. Der hier, der ist ja auch viel polierter. Nee, den hatten wir am Freitag, der ist von 1983. Kann man mal sehen, was so in der Zwischenzeit passiert ist, nicht wahr? Ja, das ist das gleiche Baujahr wie ich übrigens. Du bist auch 83? Ja. Schau an, und dann darfst du schon so große Dinger hier verkaufen. Ja, man ist so, ne? Wie verkauft er sich denn? In der Größenordnung ist das schon seltener. Er ist ja das Topmodell in der Jaguar-Baureihe, weil die Leistung, die der bringt, bis zu 800 Tonnen die Stunde, das muss man mit der gesamten Häckselkette danach auch verarbeiten können. Aber der Jaguar an sich verkauft sich schon sehr gut. Gibt es denn eigentlich auch mal hier so Fachfrage von mir mit Raupenantrieb? Ja, alternativ zur Bereifung gibt es natürlich den Jaguar Terratrack, den wir hier letztes Jahr natürlich auch mitgezeigt haben, mit einer breiten Raupe bis zu 82 cm breit und immer noch in der Außenbreite von unter 3,49. Grüß dich. So, aber wenn man das, wir werden das ja gleich sehen, wenn das Ding ausklappt, das hat ja was, also ich meine, da kannst du ja einen James-Bond-Film mitdrehen. Das sieht ja richtig gut aus. Ja, das ist auch eins, darf ich kurz? Eins der Highlights von dem Jaguar. Hier haben wir so unauffällig ein paar Räder dran. Das ist ein Zusatzfahrwerk, das wir eben ohne abzusteigen den gesamten Schutz abklappen können. Und das alles vom Fahrzeug aus. Bei einer Hektarleistung in dem Bereich ist das sehr wichtig, dass der Fahrer nicht nach alle halbe Stunde auf- und absteigen muss. Gunnar, ich bin ja auch, ich frage mich ja dann, Mensch, könnte ich den zu Hause vielleicht, also was, über was redet man denn da? Für welche Preiskategorie? Also das kann man jetzt in einzelner Summe jetzt mal so klassifizieren, würde ich sagen, dass das ein sehr, sehr gut ausgestattetes Einfamilienhaus ist. Also wir reden irgendwo von Summen für so einen Feldhäcksler irgendwo bei 600.000 Euro netto mit so einem Maisgebiss und auch einer Pickup davor. Also das ist schon sehr sportlich. Das ist schon sportlich, kauft sich auch keiner mehr alleine, außer er ist Lohnunternehmer wahrscheinlich, ne? So ist es meistens, ja. Ihr verkauft eher so an Gemeinschaften? Also unter anderem gibt es auch landwirtschaftliche Betriebe, die eben eine Größenordnung haben mit einer Hektarleistung oder wo sie eben eine Biogasanlage dran haben, die sich so eine Maschine auch irgendwo kaufen, aber nicht in dieser Größenordnung. Alles klar. Gut, geht ihr beide bitte schon mal hoch. Ich schnack noch kurz mit Philipp ein bisschen. Ich mache dann, also für das, damit es losgeht, mache ich den Arm runter, okay? Gut, alles klar. Philipp, Werder-Profi in der zweiten Mannschaft. Du kommst aber hier aus der Ecke, ne? Ja, genau. Ich bin in Hisslingen aufgewachsen, nicht weit von hier. War als Kind selber gerne auf der Fricke-Ausstellung. Ja, da sah das Gelände allerdings noch ein bisschen anders aus. Das stimmt. Im Anschluss auch auf der Party? Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. So, und wie ist der aktuelle Stand? Spielst du in der zweiten Mannschaft gerade? Ja, genau. Also ich bin am Endstadium meiner Karriere. Unterstütze jetzt die Talente in der U23. Wieso? Das ist Zwischenfrage. Wie alt bist du? 33. Das ist Endstadium? Für mich schon. Wie lange, der Kahn, der war doch so Ewigkeiten im Tor, der Olli. Wie lange hat der denn gemacht? Bis 40 oder sogar leicht drüber? Ja, es gibt ja Ausnahmen, die etwas länger spielen. Oliver Kahn war auch Torwart, die halten ein bisschen länger durch. Also, Stimmt natürlich. Und jetzt kümmerst du dich um die Jugend? Ja, genau. Bin da bei der U23 tätig, spiele noch gerne ein bisschen und mache gleichzeitig meine Trainerlizenzen, mache da ein Trainee-Programm im Verein und ja, das bringt mir sehr viel Spaß. Richtig gut. Okay, Philipp, hast du die richtigen Schuhe an heute? Ja, irgendwie wird schon... Das wird schon schief gehen. Das wird schon schief gehen. So, pass auf, lieber Philipp. Wo wollen wir Philipp positionieren? Hier vorne? Wo denn? Also das Ding ist ja, das ist ja mächtig. Wo steht er gut? Hier? Philipp, tu mir einen Gefallen. Hab das auch so ein bisschen im Auge, weil das klappt ganz schön weit aus, ja? So, dann schließen wir das Tippspiel. Ihr könnt keine Tipps mehr abgeben. Und... wenn mein Arm runtergeht, Philipp, kannst du auch anfangen. Jonas, komm du mal ein bisschen hierher. Du bist unser Schiedsrichter und zählst mit, wie viele Bälle Philipp hochhalten kann. Und dann sage ich an dieser Stelle, top, das Tippspiel gilt.
So, wir sehen Philipp mit der Taktik, dass er das auch mit beiden Füßen macht. Und wir sehen, wie der Maishäcksler ausklappt. Der Schutz ist vorne runter. Jetzt müssen noch die beiden Seitenarme richtig runter. Und ich glaube, jetzt ist er erst ganz unten. Und jetzt beginnt er wieder einzuklappen. Es dauert dann manchmal doch länger, als man denkt. Es sind so ein Vorgang, entweder runter oder hoch, etwas mehr als 30 Sekunden. Wir werden am Ende etwas über eine Minute kommen, die dieser Vorgang dauert. Ihr müsst mir da oben ein Zeichen geben, wenn fertig, ja? Müsst ihr mir ein Zeichen geben. Und dann kann ich hier Stopp rufen. Und Stopp! Wow, Philipp, hör mal. Ich bin Handballer gewesen, ich kann das nicht. Aber das, irgendwie, das hat man so im Blut oder eben nicht, ne? Ja, ich habe es ein paar Jahre gemacht. Von dem her hat das ganz gut funktioniert. Die Maschine war ja auch sehr schnell. Findest du? Ja, ich fand es sehr schnell. Ich bin gespannt, was die Zuschauer getippt haben. Das bin ich auch. Hast du für dich mitgezählt? Nein, ich habe mich voll und ganz aufs Jonglieren konzentriert. Ja, das ist auch nicht verkehrt. So, Jonas, du bist unser Schiedsrichter und hast da mit so einem Tagger mitgemacht. Sag uns die Zahl. Also Philipp, dafür, dass du in der Probe gesagt hast, 60 wäre realistisch, hast du dich mächtig verschätzt. Warte, sag mal nichts. Also ich habe so gedacht, das dauert ungefähr 1:10, 1:15. Und ich hätte jetzt auch gesagt, in der Größenordnung wird es liegen, wie Philipp das schafft. Also ich sage mal etwas über 100, ich sage mal so 110. Es sind 144. Wow, alle Wörter. Das ist ordentlich. In, was haben wir, die Zeit auch gestoppt? Nee, ne? Aber wir wissen etwas über 1 Minute. Sehr schön. Gut, meine Damen und Herren, das heißt, den Gewinner geben wir am Ende der Sendung bekannt. Ich muss jetzt kurz gucken, wie es weitergeht. Ich weiß es gerade nicht. Jonas, wie geht denn das jetzt hier weiter? Wir haben das Spiel gespielt. Bitte? Ja, wir zeigen aber erst den Film, ne? Siehste, schon hier ein Korn gehabt, ist der Moderator schon wieder völlig aus den Fugen. So, meine Damen und Herren, bei Philipp können wir auf keinen Fall mehr von Nachwuchstalent reden. Aber in der Ausbildung bei Fricke Landmaschinen schon. Wir stellen euch ein paar Auszubildende vor und dann reden wir über das Thema. Bitteschön. Moin, ich bin Eik Bösch. Ich habe meine Ausbildung bei Fricke Landmaschinen gemacht in Lahmstedt. Habe jetzt im Januar 2022 ausgelernt. Ich habe als Kind schon früh den Bezug zu landwirtschaftlichen Maschinen gehabt, da meine beiden Onkels landwirtschaftliche Betriebe zu Hause haben. Ja, das hat mich irgendwie fasziniert, ne? Und wenn dann was kaputt gegangen ist, dann mich immer gefragt, wieso muss das denn in eine Werkstatt, kann man das nicht selber so ungefähr? Und da war klar, dass ich den Beruf des Landmaschinenmechanikers lernen möchte. Für Fricke Landmaschinen habe ich mich entschieden, weil wir bei Fricke ein breites Spektrum haben, was Maschinen angeht. Habe mich beworben, dann sollte ich noch eine Woche Praktikum machen und in dieser Woche Praktikum habe ich das erst richtig schätzen gelernt, was man denn alles so machen kann im Betrieb. Und wie vielseitig das ist. Ich kam mit den Leuten sehr gut klar in der Werkstatt. Ja, das war dann ein Grund, bei Firma Fricke anzufangen. Ne? Ja, also den Beruf kann ich nur wärmstens empfehlen, weil ja, Vielseitigkeit ist immer gegeben und kommt nie Langeweile auf. Ne? Ich bin Ture Schwarz. Ich habe hier meine Ausbildung begonnen als Land- und Baumaschinenmechatroniker bei Firma Fricke, weil ich mich für Landtechnik interessiere und schon immer Lust am Schrauben hatte. Weil mir die Firma vor allem den Umgang mit großen Maschinen und nicht nur den kleinen Maschinen bieten kann. Viele meiner Kollegen haben ihre Ausbildung selbst hier begonnen und arbeiten immer noch hier. Deswegen kann man auch sagen, es ist ein Team oder eine Familie. Bei Fragen kann man seinen Meister gerne fragen, der hilft einem, besonders was die Schule angeht. Und wenn du dich angesprochen fühlst und Lust am Schrauben hast und Lust auf Landtechnik hast, dann bewirb dich. Das ist meine Aussage. So, Eik, dich haben wir da eben schon im Video gesehen. Jo. Wo bist du jetzt? Welches Lehrjahr? Ich habe im Januar frisch ausgelernt. Das heißt, dann bist du ja jetzt, bist schon Geselle? Ich bin schon Geselle, ja. Hast einen Vertrag bekommen? Ja, ich habe rechtzeitig einen Vertrag bekommen. Macht sich das auch auf dem Konto bemerkbar? Ein Glück, ja. Das ist nicht schlecht, ne? Und wie fühlt sich das an, dieser Übergang, aus der Ausbildung raus zu sein und dann Geselle zu sein? Ja, es ist im ersten Moment auch ein bisschen ungewohnt, weil du Verantwortung übernehmen musst, eigentlich ja auch für die Arbeiten, die du machst. Und ja, also das ist schon anders, aber ich würde sagen, man wird sehr gut darauf vorbereitet in der Ausbildung.
Ja, weil man, weißt du, du kannst ja 3 Jahre lang sagen, naja, nun, ich bin Auszubildender, ich weiß jetzt nicht so genau, und zack, bist du Geselle, und dann musst du schon sagen, ja, du musst du deine Aufgaben erledigen. Also fühlst du dich gut ausgebildet? Ja, also ich muss sagen, ich fühle mich sehr gut ausgebildet jetzt so am Standort Lahmstedt. Und ja, gut, die Verantwortung, du kannst im dritten Lehrjahr auch nicht mehr sagen, hier, ich bin nur Lehrling, weil dann kommen die dir auch blöd. Aber das vorbereitet wird man da sehr gut drauf. Umgang mit Kunden und so, das muss natürlich alles irgendwie auch von sich aus kommen. Aber das wird in der Ausbildung schon gut drauf vorbereitet. Marie, welche Ausbildung hast du gemacht eigentlich? Du studierst, ne? Ja, genau. Also ich bin aktuell im 4. Mastersemester, gerade auf der Suche nach einem spannenden Masterarbeitsthema, was ich dann hoffentlich auch noch mit in die Promotion nehmen kann. Was wäre denn für dich dann ein spannendes Thema? Meine Schwerpunkte im Master liegen auf Phytomedizin, also Pflanzenschutz und Tiergesundheitsthemen. Ja, das ist natürlich zukunftsweisend, ne? Ja. Und du weißt noch nicht, wo du das machst, oder wie? Nee, noch nicht. Ich lasse mir jetzt noch ein paar Themenvorschläge von Unternehmen machen und dann schaue ich mal, mit wem ich da kooperieren kann. Okay. Hast du hier auch schon mal gefragt? Nö. Aber Landtechnik ist eigentlich auch nicht so ganz mein Spaß. Man kann ja nicht alles machen. Nee, das stimmt natürlich. Ja, obwohl natürlich Digitalisierung und ja, wie wir vorher schon sagten, auch ein ganz großes Thema jetzt aktuell vor dem Hintergrund der Ressourcenknappheit spielt. Super spannend. Im Pflanzenbau, ja. Auf jeden Fall. Clemens, du bist Ausbilder hier bei Fricke Landmaschinen. Die beiden Jungs haben im Video dazu aufgerufen, bewirb dich. Was würdest du sagen? Warum sollte man sich zu einer Ausbildung bei Fricke bewerben? Ja, hier bei Fricke Landmaschinen kann ich so wärmstens empfehlen, jeden jungen Menschen, jeden talentierten Menschen, dass er sich hier bei uns bewerbt. Denn die Ausbildung bei uns oder gerade bei Fricke Landmaschinen, auch nicht nur jetzt Standort Hesling oder Lahmstedt, sondern direkt über alle Standorte, ist sehr vielseitig. Wir bieten auch sehr viele Programme an, zum Beispiel, wenn ich jetzt an einem Standort bin, wo ich relativ wenige Mähdrescher habe, der Azubi sagt, Mensch, das wäre jetzt mal was, wenn ich jetzt mal richtig in der Ernte mithelfen könnte, dann bieten wir Programme an, wo wir die Azubis dann mit austauschen, dass die auch einmal andere Erfahrungen sammeln. Das ist aber gut. Genau. Oder halt auch, was wir bei uns oder hier bei Granit haben, da gibt es ja noch dieses Service Center. Mhm. Dort haben wir jetzt noch Möglichkeiten, zum Beispiel Einspritzpumpen, Anlasser oder Lichtmaschinen zu reparieren, wo man nicht jeden Tag reinkommen. Also ich habe am Freitag gelernt, dass hier alle durch die Bank die Hydraulikschläuche pressen müssen. Das ist richtig, genau. Das ist auch irgendwie Standard, das gehört dazu, ja? Das ist Standard, genau. Da muss jeder durch, das muss jeder machen. Okay. Ja, und jetzt das Allerwichtigste. Gibt es Ausflüge? Gibt es irgendwelche Partys? Es muss ja irgendwie ein i-Tüpfelchen muss ja noch kommen. Natürlich. Die Azubis haben natürlich auch Erwartungen, was passiert. Und selbstverständlich hat Firma Fricke, bietet da auch sehr viel an. Zum Beispiel Austausch- oder Besuchmöglichkeiten. Wir bieten zum Teil an, dass wir mit den Azubis das Traktorenwerk in Le Mans besuchen, das Werk in Hasewinkel und natürlich die grandiosen Mitarbeiterfeiern, die es bei uns gibt. Ja, im Werk in Hasewinkel war ich auch schon mal. Da gehen ja die Mähdrescher im Minutentakt hinten aus dem Werk. Genau. Das ist ja Wahnsinn. Gut. Dann sage ich viel Glück für die Zukunft, vor allem dir, Marie. Dankeschön. Sind wir mal gespannt, was da alles so passiert bei dir. Aber es scheint ja viel zu passieren. Ja. Heißt das für dich jetzt hier Montag wieder nach Berlin oder was? Ja, morgen schon. Morgen fahre ich wieder nach Berlin, ja. Okay, also du erlebst ja da die richtig spannenden Zeiten, ne? Absolut. Das sind ja harte Entscheidungen in kurzer Zeit zu fällen. Ja, ich hoffe, dass das auch beim grünen Ministerium ankommt, dass wir eben jetzt nicht damit fahren können, die Landwirtschaft hier in Deutschland zu extensivieren oder weiter zu extensivieren. Und dass die moderne Landwirtschaft auch inzwischen einfach schon so weit ist, dass hohe Erträge und Nachhaltigkeit sich nicht mehr widersprüchlich gegenüberstehen, sondern schon längst vereint sind, also wo wir eben drüber gesprochen haben, Teilflächenspezifik beispielsweise. Ja. Und macht man im Bundestag ein Praktikum neutral, also parteilos, oder bist du für eine bestimmte Partei vor Ort? Also ich bin jetzt bei einem Abgeordneten der FDP, auch wenn ich jetzt selber nicht unbedingt parteizugehörig der FDP bin, aber ja, einfach irgendwann. Wo gehörst du denn zu oder bist du noch offen? Ich bin selber Parteimitglied in der CDU. Ah, alles klar. Aber dann ist das ja vielleicht ganz interessant, da mal beim Kollegen von der FDP mal. Ja, absolut. Einfach mal auf Regierungsseite auch zu schauen, wie das Ganze läuft. Ganz genau. So, ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin, Jungs, euch auch. Und wir kommen zu unserem nächsten Tippspiel, das da heißt Palettenstapeln.
Aha. Das sind wir, die Auszubildenden, die vorhin das Tauziehen verloren haben, aber die jetzt die Paletten richtig hinrücken müssen. So, meine Damen und Herren, wo ist denn, warte mal, ich brauche auf jeden Fall erstmal die beiden, die das Spiel spielen werden. Markus und Marie. Sehr gut. Kommt ihr beide mal zu mir, weil als erstes müssen wir erklären, was wir hier für ein Spiel machen. So, Marie, jetzt sehen wir dich nochmal in Action. Beim Tauziehen warst du ja auch dabei. Ja. Siehst du, du musst heute hier richtig ran. Okay. Also, dieses Spiel heißt Palettenstapeln. Es werden nacheinander und gegeneinander antreten Markus und Marie. Die Aufgabe wird sein, was denn, Markus? Ich freue mich. Ja, ich mich auch. Die Aufgabe wird sein, könnt ihr schon mal Paletten hinstellen, so wie das dann nachher sein muss, Paletten übereinander zu stapeln. Und zwar, ich glaube, am Ende sind es drei, die ihr aufeinander stapeln müsst. Aber es muss am Ende auch richtig sein. Und das geht auf Zeit. Wer es am schnellsten schafft, gewinnt dieses Spiel. Jetzt müssen wir uns ein bisschen einschätzen können. Markus, jetzt könnte man sagen, du arbeitest hier bei Fricke und machst das jeden Tag. Wie ist da der Stand? Das ist falsch. Also wir haben, wir wollten nicht üben und das machen wir auch so. Weil wir haben jetzt ja Zeit genug. Ja. Ja, wie lange wir brauchen? Ich weiß es nicht. 2,5 Minuten? Man wird sehen. Also du hast nicht vorher heimlich geübt. Nein? Sollte ja gleich sein bei uns. Ja, ich finde das super. Und Marie, wie ist das bei dir? Schon mal mit so einem Gerät gefahren? Ja, Telelader bin ich schon mal gefahren, aber normalerweise fahre ich eher Radlader. Ist ein bisschen anders von der Übersichtlichkeit, aber ich gebe mein Bestes. Gut, okay, Leute, ihr könnt jetzt zu Hause über den eingeblendeten QR-Code tippen. Warte mal, das muss ganz genau formuliert sein immer. Das Ziel dieses Tippspiels ist... Ihr als Zuschauer müsst tippen, wer schneller die Paletten aufeinander stapelt. Wir geben euch jetzt 3 Minuten Zeit, euren Tipp abzugeben, ob es Marie ist oder am Ende Markus. Der Gewinner wird am Ende der Sendung bekannt gegeben. So, ihr zwei, ihr könnt euch schon mal grob so ein bisschen... Wer fängt denn überhaupt an? Habt ihr das? Ist das... Markus, danke. Ich finde, das ist ein sehr geschickter Schachzug von dir. Es ist für dich gut, um zu gucken, wie stellt der andere sich an. Ich bin ja kein Hochstapler, ne? Das, sagst du. Ja. Wir werden sehen. Du kannst auf jeden Fall schon mal drinnen Platz nehmen. Während wir die 3 Minuten noch überbrücken, kommt ihr zweimal zu mir. Ihr verkauft ja dieses Gerät. Sehe ich das richtig? Kommt ruhig hier ein bisschen rum und gebt uns ein bisschen Einblick über das Gerät. Ja, wir haben hier ein Tor... Skorpion, Glas 756, 7 Tonnen, 7 Meter, 5,6 Tonnen Hubkraft. Mit einem Deutz-Motor, 156 PS und der wartet jetzt auf seinen Einsatz gleich. Gut, also Paletten stapeln ist für den natürlich ein Witz. Das kann er aus dem FF. Ja, was zeichnet ihn aus? 4 Lenkarten, die er kann. Vom Hundegang bis hin zu Vierradlenkung sind wir damit für alle Gegebenheiten bestens gerüstet. Hast du den jetzt schon abgesoffen? Nee, hast du mit Absicht ausgemacht. Ja, ich wollte euch ja zuhören. Ja, das finde ich gut. Hätte ja sein können. Aber. Ja, nö, ansonsten haben wir, denke ich, an alles gedacht. Von Klimaanlage bis zur Zentralschmierung sind wir für den harten Einsatz gewappnet. Und, ihr oder das Fahrzeug? Es entlastet den Fahrer, oder? Ja, auf jeden Fall. So, jetzt hier drüben auch noch mal kurz gefragt. Ich komme mal hier so ein bisschen in die... Es kommt ja tatsächlich bei diesen Fahrzeugen nicht nur darauf an, wie viel Power sie haben und so weiter, sondern gerade bei so einem Spiel wie Palettenstapeln, du musst es ja filigran und soft, musst du es ja bedienen können. Ist das hier gegeben? Genau das ist gegeben. Heutzutage ist es ja entscheidend, dass du da, ich sag mal, eine gute Hydraulik drin hast, die solche Dinge wie Load Sensing kann. Die dann im Grunde, je nachdem, wie stark du dann am Ende steuerst, auch den Öldruck entsprechend variabel gibt. Gut, okay. Über welche Preisklasse sprechen wir so ungefähr? Also jetzt sind wir ja nicht bei dem neuesten und größten Maishäcksler, sondern das ist ja etwas, was man sich vielleicht mal zu Hause selber leistet auf dem Hof. Ja, ist von bis. Ich weiß ja nicht, was du hier heute so kassierst, aber von deiner Gage... Reicht für keines dieser Maschinen, das reicht noch nicht, für eine so eine Palette, dafür reicht es dann. Genau so, ja, dann sollte es ungefähr passen. Ja. Wie meinst du das jetzt?
Deine Gage oder der Teleskoplader? Meine Gage reicht für eine Palette und nicht für einen Teleskoplader. Ach so, alles klar, ja. Also wir reden hier am Ende des Tages über einen sechsstelligen Betrag, den wir dafür am Ende aufrufen. Okay. Ja gut, wer Interesse hat, der ruft euch einfach an. Genau so. So machen wir das. Gut, Leute. Ich denke, die 3 Minuten, Jonas, gib mir mal ein Zeichen, die müssten eigentlich rum sein. Die sind definitiv rum. Damit ist es Tippen jetzt durch. Bist du soweit bereit? Steht das Fahrzeug auch richtig oder muss es hinter der Linie stehen hier? Die Palette muss noch gerückt werden. Wer muss sie rücken? Das machen die Jungs. Jungs, ihr müsst noch die Palette rücken. Ach, das kommt dann gleich, wenn das Spiel läuft, oder was? Genau. Ah ja. Du hast den Überblick, du nimmst die Zeit. Gut. Bist du auch bereit, Markus? Der Daumen geht nach oben. Und dann sage ich in guter Thomas-Gottschalk-Manier, nur etwas abgewandelt, top, das Tippspiel gilt. So, wir müssen ein bisschen beiseite gehen. So, Jonas, du warst ja auch bei der Probe dabei. Genau. Was ist denn da jetzt die richtige Taktik? Ja, ich glaube, dass ich möchte da natürlich niemandem das Wort vorwegnehmen. Ich denke mal, die beste Taktik ist, schnell zu sein, sich gut mit dem Gerät auszukennen. Aber ich denke, das ist bei beiden unserer Kandidaten gegeben. Kommen beide aus der Landwirtschaft, sind beide schon mal das Gerät gefahren. Da habe ich gar keine Probleme, dass das funktioniert. Aber guck mal, mir ist eben schon aufgefallen, der Markus ist ziemlich weit nach hinten gefahren. Das heißt, du hast mehr Chancen, also beim Vorwärtsfahren, also da auch richtig an der Palette wieder anzukommen, weißt du? Ja, man muss halt schnell rangieren. So, das ist bei dem Skorpion relativ gut gegeben, dass er halt eine Vierradlenkung hat. Somit ist er relativ flexibel und kann schnell um die Kurven und halt schnell, ist halt flexibel in seiner Art. Ach so, jetzt müssen wir kurz mal erklären, er nimmt nicht einfach die nächste Palette, weil der Schriftzug Fricke Landmaschinen muss am Ende natürlich auch passen. Genau, richtig, nein, er setzt er sie jetzt oben rauf auf eine andere, nein, okay. Er gewinnt natürlich gerade extrem viel Zeit, dadurch, dass sehr, sehr viel fährt und sehr, sehr viel rangiert. Mal gucken, wie wir das dann bei unserer anderen Kollegin Marie gleich sehen werden, wie sie das Tippspiel meistert. Ja, es ist natürlich eine Entscheidung, ob man Palette nach Palette macht, ne? Genau, richtig. Oder aber, ob man vor Ort schon mal so ein bisschen sich das zurechtruckelt. Genau, man kann natürlich vorher schon so ein bisschen übereinander stapeln und dann am Ende den fertigen Stapel auf den Endstapel raufstapeln, das ist richtig. Was haben wir denn für eine Zwischenzeit? Wir liegen aktuell bei 2 Minuten und 10 Sekunden. Guck mal, der hat aber mit einer dicken Lippe, der Markus, vorhin gesagt, er braucht so 2,5 Minuten, ne? Ja, lässt sich ordentlich Zeit, also mal gucken, wie das sich entwickelt hier. Jetzt gibt er Gas. Jetzt fängt er an, Gas zu geben. Er wird nervös langsam. Ja. Jetzt gucken wir mal. Er hat uns, glaube ich, gehört, Sven. Ich glaube auch. Also Markus, falls du uns hörst, es gibt nachher noch eine Aftershow-Party, an der würden wir gerne noch teilnehmen. Mach ein bisschen hin, Junge. Oh, der hat er aber. Siehst du, jetzt muss er auch noch mal nachruckeln. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe das auch mal gemacht. Das ist voll in die Hose gegangen. Also für meine Sendung Trägerfahrer dürfen das. Heuballen gestapelt. Aber in echt oder im Simulator? Beides. Also ja, es gibt ja den Farm-Simulator, ne? Und die Jungs, die das Ding entwickelt haben, die Spielfläche ist tatsächlich auf einem Gut in Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Da ist die Realität und das haben sie digitalisiert für das Spiel. Und dann kannst du in dem Spiel Heuballen stapeln und wir haben es auch in real gegeneinander vor Ort gemacht. Okay. Ich war in beiden, also digital und in real, schlecht. Gegen wen hast du da gespielt? Gegen einen der Entwickler dieses Spiels. Gegen einen Entwickler, okay. Ja. Ja, er war völlig außer Wartung. So, bei was für einer Zeit steht er denn jetzt, sehr gut? Fast 4 Minuten, 20 Sekunden hat er noch. Mal gucken, ob er die 4 Minuten voll macht. Oha, jetzt. Ja. Lass uns heil, bitte, Markus. Wir müssen noch abbauen morgen. So, letzte Palette, Meister. Was macht er denn jetzt? Ach so. Ehrenrunde? Nee, das.
Ah, ich dachte eben, jetzt, sonst passt ja der Schrift so gar nicht. Er scheint es aber auch wirklich sehr gemütlich anzugehen hier. Aber nun denn, wenn das Ding drauf ist, dann stoppst du die Zeit. Ne? Ja. Und... setz ab, das Ding reicht hin. Stopp. Gut. Okay, wir haben eine Zeit. Ja, jetzt guckt er, ne? Ja. Ja, Markus, mir ging das auch so, als ich das Ding mal gefahren bin. Aber, tja, was soll ich dich jetzt fragen? Was war da los? Wie war deine Taktik? Komm mal raus, bitte. Wir müssen nämlich jetzt hier ein bisschen umbauen. Was ist denn jetzt noch? Jetzt packt es sich. Ah, die anderen dürfen jetzt umbauen. Ja, pass auf, dann gehen wir mal, ein bisschen beiseite, damit die im Hintergrund das machen können. Was denn? Sag doch mal, wie waren deine Eindrücke? Übung macht den Meister, fällt mir gerade so dabei ein. Ja, ne? Wieso hast du nicht hier vor Ort schon mal welche übereinander gelegt? Ja, das wäre eine Taktik, ne? Ach so. Das ist gut. Ja. Ja. Dein Vieh macht auch Mist. Also, pass auf, wir müssen Folgendes sagen, der Turm ist super geworden. Ja, also der steht quasi ein... Kannst du lesen? Ja, auf jeden Fall. Das Ding steht 1A da. Steht frecker Landmaschinen. Mega Laden. Du hattest ja auch vorher gesagt, dauert 2,5 Minuten. Ja. Wie viel habe ich gebraucht? 4 Minuten und 17 Sekunden. Oh, das ist eine fricke Kornlänge. Auf jeden Fall. Willst du einen haben? Ich habe zufällig einen in der Tasche. Jetzt darf ich, ja. Ja, jetzt darfst du fahren. Ist ja nicht mehr hier, bitteschön. Dankeschön. Kannst du dir auf die... ja, auf die Leistung, sage ich mal, neutral, den jetzt gönnen. Wie ist denn das Fahren an sich? Also bist du schon oft Teleskoplader gefahren oder nicht? Wird wieder mehr. Also ich bin ja sonst ein Traktorenspezi, habe ich Lust zu. Aber das Schöne ist an den Skorpion, du hast ja vielleicht gesehen, die Allradlenkung, unheimlich beweglich auch auf den kleinen Parkplätzen hier. Ja, das ist gut, ne? Ja, absolut flexibel, ja. Es macht ja auch immer so wahnsinnig viel Spaß, wenn man mit den Dingern fährt, ne? Richtig. Das geht mir ja auch so. Ne? Und du siehst ja an der Seite, sitzt du schön links, super, ja, super Sicht, das ist schon gut. Und der Arm ist absolut beweglich mit vorne, vor- und zurückschieben. Da hätte ich sicherlich ein bisschen mehr machen können. Olli, lass doch mal gleich an den Hobel. Ne? Aber gut, ja. Marie wird mich schlagen. Das wissen wir noch nicht, aber wo ist denn Marie? Marie, komm zu mir. Ich drücke dir die Daumen. Danke, ich weiß nicht, ob ich das toppen kann. Aber du hast ja jetzt zugehört, ne? Ich habe zugehört. Das Stichwort da vorne schon mal ein bisschen. Ja, ja, ich gebe mein Bestes, ne? Aber ja. Er ist ja auch Traktorenspezialist, ne? Also, ich gucke mal, ich gebe mein Bestes. Steig bitte auf. Und wir hoffen mal, dass das ein kleines bisschen schneller geht. Nicht, dass sich die nachfolgenden Sendungen noch weiter verspäten als sowieso schon. So, das Ding musst du jetzt löschen. 4 Minuten 17 haben wir gemerkt. Okay, Marie, bist du bereit? Ist schon ein Gang drin? Ist alles easy für dich? Hast du den Überblick? Ja? Dann sage ich top, das Tippspiel gilt. Aha. Wir gehen mal wieder ein bisschen beiseite. So, was meinst du, Sven? Welche Taktik wendet sie jetzt an hier? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Marie, weil sie ja auch uns zugehört hat, hier vor Ort schon mal ein bisschen stapeln wird. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es dadurch ein bisschen schneller gehen wird. Ne? Es liegt natürlich auch daran jetzt, wie geschickt sie das macht, weil das finde ich gut. Ich dachte erst, ihr habt hier irgendwie einen Profi am Werk. Aber jetzt haben wir ja wirklich gesehen, der Markus hat das noch nicht so oft gemacht. Und das sind faire Verhältnisse. Marie hat ja gesagt, sie fährt zwar viel Radlader, aber Teleskoplader ist dann doch was anderes. So, auf jeden Fall hat sie schon mal da das Puzzleteil richtig hingelegt. Das ist gut. Sie hat eine andere Taktik. Das sehe ich auch. Also, als wenn man es geahnt hätte. Das, was wir vorher rausgesagt haben, tatsächlich hat sie uns wirklich zugehört. Alle übereinander, zwei aufstapeln und dann auf den großen Stapel rauf. Ich hoffe, das verschafft ihr ordentlich Zeit. Und man muss sagen, also heute Nachmittag wurde ja dieser Teleskoplader auch schon mal ein bisschen bewegt. Sowas muss ja auch einmal durchgestellt werden, auch für die Kameras und so. Da war das alles etwas holpriger. Der Stapel war etwas schiefer. Ne? So könnten wir das ruhig sagen.
Aber dafür sieht es ja jetzt sehr, sehr gut aus. Also gut, jetzt ist es natürlich richtig schön hell beleuchtet. Sieht man natürlich noch besser mit der Arbeitsbeleuchtung von dem Teleskoplader natürlich noch mehr. Dass der jetzt so ein bisschen rüberhängt, ist nicht schlimm. Dafür haben wir die Jungs aus der Ausbildungswerkstatt, die ruckeln das hin, das ist in Ordnung. Das war bei Markus auch der Fall. So, sie greift wieder an. Bist du so ein Ding schon mal gefahren? Ja, ich bin tatsächlich heute Morgen, als wir unser ganzes Setup hier aufgebaut haben, auch mal Probe gefahren. Bei mir hat es ehrlich gesagt ein bisschen mehr gewackelt. Glaube ich. Jonas, das kann man ja ruhig mal sagen. Du bist derjenige, der hinter diesem ganzen Spaß hier steckt, ne? Ja. Was hast du dir überlegt, dieses Spiel unter anderem? Genau, also wir haben uns das überlegt. Wir haben uns überlegt, wie können wir diese Show sozusagen noch mal ein bisschen zu dem letzten Start in die digitale Welt verändern und so ein bisschen optimieren. So, und da hatten wir überlegt, okay, Produktinformation ist das eine. Wollen das gerne auch unterhaltsam natürlich den Leuten vor den Bildschirmen gestalten. Dementsprechend haben wir einen kleinen Unterhaltungsfaktor noch mit eingebaut. Aber das ist doch die beste Produktinformation, die du machen kannst. Guck mal, wir sehen dieses Fahrzeug in Action, in einem spannenden Wettbewerb. Wie, und dann auch noch ein kreatives Spiel. Wow, sehr, also sie ist vor Strand da, ne? Also man hat schon Angst, dass da was schief geht. Wollen wir mal zwischendurch auf die Zeit, könnten wir jetzt mal gucken. Also wir haben... Also es ist knapp 3:10, also sie hätte noch 1:30 Zeit. Marie, du bist gut in der Zeit. Wenn du jetzt nicht nachlässt, dann kann das richtig was werden hier. Gib Gas und dann hast du den Sieg in der Tasche. Wir hatten bei Markus 4:17. Du bist bei 3:30. Markus war bei 4:17. Also wenn du den jetzt in 30 Sekunden da oben drauf kriegst, ja, ist egal, das macht nichts. Lass den da rumruckeln. Das sieht sehr gut aus. Oh nein. Wir sind bei 4:00. Und stopp! Sehr gut. Aber da war da. Ja, das. Es hat gepasst, Marie. Ist alles gut. Kannst rausfahren. Zwischendurch ist die Ballenpresse wieder durchs Bild gefahren. Das ist das aktuelle Angebot für 29.900 Euro. Er schafft es aber auch immer wieder durchs Bild zu fahren. Ne? Er schafft es auch in den besten Momenten. Ja, schafft er es. Das war der spannendste Moment. Da muss er da durchs Bild fahren. Also muss er spannend bleiben heute Abend. Ne? Und das ist es auch. Das ist es auch. Marie, komm runter. Konntest du uns hören währenddessen? Konntest du uns hören währenddessen? Ja, natürlich, aber ich war natürlich auch in voller Konzentration. Das haben wir gesehen, aber wir können sagen, du hast es in 4:04 geschafft und das sind satte 13 Sekunden schneller als Markus. Herzlichen Glückwunsch. Dank kluger Taktik, ne? Sehr gut, sehr gut. Oh, hier. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ich freue mich auf den Frick gekommen. Achso, ja, hier, ich glaube, einen habe ich noch in der Tasche. Er wurde mir zugesteckt. Hier, den kann ich dir jetzt feierlich schon mal überreichen. Den brauche ich jetzt auch. So, okay, das war unser Tippspiel. Gewinner wird am Ende der Sendung bekannt gegeben. Ein großartiges Spiel haben wir noch vor uns. Ich sage, oh, das ging aber zügig. Ich dachte, du hast keine Zeit mit mir anzustoßen, deswegen. Ich habe auch keinen mehr. Also jetzt bin ich in meiner Tasche leer. Hier Regie, oder wer? Jetzt kommt gleich der nächste angeflitzt. So, ja. So, das kann doch alles nicht wahr sein. Also das nächste, jetzt kriege ich wieder keinen. Guck mal, jetzt habe ich hier so viel Gedöns, kannst du immer aufdrehen. Das nächste Spiel ist, glaube ich, würde ich mal sagen, das Highlight des heutigen Abends. Es geht um Bierflaschen, es geht um einen riesigen Mähdrescher und es geht um das Öffnen der Bierflaschen. Das ist unser nächstes Spiel. Vorher aber, letztes Jahr haben wir hier bei der Fricke Landmaschinenschau den größten Mähdrescher der Welt vorgestellt. Nun ist es aber auch Aufgabe, diese riesigen Maschinen, die hier auf dem Hof stehen, ja auch mal, die müssen ja auch irgendwo hin. Wie kommen die eigentlich zum Kunden? Die müssen verpackt werden in Container und so weiter und so fort. Und wie das funktioniert, schaut ihr euch an, während ich jetzt noch einen kleinen Korn trinke. Seid ihr gegönnt. We'll be right back.
So, das waren eindrucksvolle Bilder, die wir da gesehen haben. Also man wundert sich ja, was man alles in so einen Container kriegt. Zu Gast sind die Kollegen aus Bokel, die Spezialisten für die weltweite Gebrauchtmaschinenvermarktung. Und zwar Michael Blanken, Michael Höft und Uwe Wilkens. Nicht in der Reihenfolge, wie ich das hier habe. Also. Egal. So, Leute. Wie ist im Moment die aktuelle Situation auf dem weltweiten Gebrauchtmaschinenmarkt, Uwe? Aktuell kann man wirklich sagen, läuft es sehr gut auf dem Gebrauchtmaschinenmarkt. Also man kann teilweise in einigen Maschinenbereichen sogar von Maschinenknappheit sprechen. Mhm. Also in einigen Bereichen ist es schwieriger, Maschinen zu kaufen, zu finden, wie zu verkaufen. So, und ja, da sind wir eben Spezialisten drin, dass wir nicht nur die Maschinen, die Gebrauchtmaschinen, die unsere Jungs im Außendienst in Zahlung nehmen, zur Verfügung haben in unserem Gebrauchtmaschinenzentrum in Bokel, sondern auch aktiv zukaufen von anderen Händlern, Auktionen, von Banken und so weiter. Ach, geht ihr auch auf diese Auktionen? Machen wir teilweise auch, ja. Da bin ich ja auch schon gewesen. Da musst du ja aufpassen, dass du nicht zu viel Geld ausgibst. Ne? Da musst du teilweise was sagen. Habt ihr da Hardcore, also ihr habt da Obergrenze und mehr geht dann nicht, ne? Genau, da gehen wir tags vorher dann rum, schauen uns die Maschine an, bewerten die und setzen uns wirklich an oberstes Limit. Und da gehen wir dann auch nicht drüber. Michael, kann man da noch einen Schnapper machen auf diesen Auktionen? Da kann man mitunter noch einen Schnapper machen, ja. Also hier, wir sehen im Hintergrund auch die Bilder von diesem Verladen, wie ihr die Dinger da immer in diesen Container reinkriegt. Das ist ja, das muss man doch vorher irgendwie mal ausmessen, oder wie macht ihr das? Das gehört dann dazu, ja, dass man sich vorher, wenn die Maschine verkauft ist und vor der Containerverladung dann genau ausmisst, die Maschine, wie groß ist sie. Guck mal, ihr schraubt die Räder ab und dann rein da das Ding. Und dass man die dann genau auf die Größe und Breite auseinanderbaut, dass sie dann in die Container oder auf die LKWs passen, ja. Hat das auch schon immer oder habt ihr euch da auch mal vermessen? Jetzt mal ganz ehrlich. Bis jetzt hat es tatsächlich immer gepasst. Jetzt? Ja. Man musste die Klappe vielleicht schon mal mit dem Stapler ein bisschen zudrücken, aber gepasst hat es bis jetzt immer, ja. Gut, so, das waren meine Fragen. Jetzt kommen die Fragen aus der Geschäftsführung. Michael, wir fangen mal mit dir an. Du bist Spezialist für Grillkäse, Rotwein und Pisco Sour in Südamerika. Das musst du uns hier bitte etwas genauer erklären. Die drei Sachen, das sind Grundnahrungsmittel, wenn man in Südamerika auf Geschäftsreise ist und mit Kunden isst. Das ist ja also wirklich, du armer Kerl. Ja. Das ist ja wirklich, wir könnten das schlechter machen haben. Hier nochmal eine Dose Mitleid auf. Das ist ja unfassbar. Wie oft bist du denn da in Südamerika? Ja, in Südamerika waren Joachim und ich im Jahre 2017. Moment mal, Joachim war mit dabei. Joachim war mit dabei. Das ist doch der, der mir die Frage hier aufgegeben hat. Ja, dem hat das ganz besonders gut gefallen. Das gibt's doch gar nicht. Ja. Weißt du, hat er hier fragt immer da und da und so weiter. Ja. Ah, war selber mit dabei. Genau. Und der Pisco Sour, was, das ist so ein, ein Schnaps oder was? Ja, das ist so ein Mischgetränk mit Likör, also sehr, sehr erfrischend. Was genau ist da drin? Das kann ich dir gar nicht sagen, aber das schmeckt wirklich sehr gut und ist dann abendfüllend. Ach so, man muss dann schon aufpassen. Ja. Aber ist es heute noch so, dass du mit dem Kunden musst du schon einen guten Abend auch... Ja, definitiv. Diese persönliche Bindung zum Kunden ist ganz, ganz wichtig. Das ist das Allerwichtigste. Ja. Gut. Weitere Fachfrage aus der Geschäftsführung. Michael geht an dich. Du bist jetzt wiederum Spezialist für Grillkäse. Nee, warte mal. Das war ich. Das warst du. Du bist Spezialist für blonde Schwedinnen. Ja, genau. So das hätten wir gerne schon mal ein bisschen erklärt. Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Ich soll eigentlich nur die Maschinen nach Schweden verkaufen. Ja. So mit den Blondinen hat das eigentlich gar nicht viel zu tun. Aber da muss ja irgendwie was dahinter stecken. Ja, auch dafür war Joachim früher zuständig, für das Geschäft mit den blonden Schwedinnen. Ja, der Joachim, denke, der ist, steht ja nachher nochmal hier. Genau. Ich denke, dass genau daher diese Anregung noch resultiert. Mit dem sprechen wir nochmal. Nicht, dass es heute noch Eheprobleme gibt beim Joachim. So, Uwe, und du, also du kannst uns erstmal nochmal verraten, der größte Mähdrescher der Welt, den wir letztes Jahr hier vorgestellt haben, wo ist der eigentlich hingegangen? Habt ihr den auch so verladen oder was? Nee, der geht natürlich nicht in den Container, den haben wir auf dem Tieflader verladen. Das ging dann alles über Straße, oder wie? Das ging über Straße nach Bulgarien und der hat diese Saison, beziehungsweise 2021 im Sommer in Bulgarien 1100 Hektar gedroschen beim glücklichen Kunden. Daher auch die Fachfrage hier, du bist der Spezialist für Schafgrillen in Bulgarien. Ja. Bist du dann derjenige, der da am Lagerfeuer steht? Nee, das war eine ganz witzige Geschichte, habe ich so in der Form auch noch nicht mitgemacht.
Und zwar bin ich zuständig für den Verkauf nach Bulgarien, habe da sehr gute Händler und Freunde teilweise auch. Und bin da bei einem Händlerkollegen eingeladen worden, der einen neuen Landtechnikbetrieb eröffnet hat. Zur Einweihungsparty an einem Wochenende vor 3-4 Jahren. So, und dann sind wir da angekommen und dann luden die auf mal ein Schaf ab vom Anhänger. Ein Priester kam. Ein lebendiges Schaf, tatsächlich. Okay. So, und dann gingen wir an die Grundstücksgrenze. Da war ein kleines Loch gegraben. So, das Schaf wurde da hingeführt, wurde geschächt. So, und dann hat der Priester das Schaf und die Erde da sozusagen gesegnet. Und da wurde das Schaf zubereitet und haben wir abends dann gegessen. Wie haben die das zubereitet? Über dem Feuer? Über dem Grill, genau. Genau. Okay. Habe ich vorher, wie gesagt, auch noch nicht mitgemacht. Was man alles erlebt, wenn man sich so als Landmaschinenhändler hier bei Fricke bewirbt, oder? Genau. Oder den Job hat. Alles klar. Vielen Dank, meine Herren. Spannend. Dann schauen wir mal, wie das mit euch weitergeht. Vielleicht erfahren wir ja nächstes Jahr dann neue Geschichten. Und ich bin auch gespannt, was der Joachim nachher sagt, wenn er hier am Tisch steht. Stichwort blonde Schwedinnen. So, meine Damen und Herren, wir kommen zu unserem vierten Tippspiel des heutigen Abends. Und ich würde sagen, das gab es so noch nicht im Farbfernsehen oder im Farb-Online-Stream gegeben. Wir kommen zu unserem letzten Spiel, Bier öffnen. Also ich muss schon sagen, zwischen den Flammen, wenn man da so steht, wird es auch schon mal ein bisschen warm. So, meine Damen und Herren, gleich mal die Spannweite mitnehmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Meter, das ist ordentlich. So, hier vorne muss noch was aufgebaut werden, Leute. Thorsten, magst du vielleicht einmal kurz runterkommen? Mario, komm du einmal zu mir und würdet ihr mal parallel die Bierflaschen hier aufbauen? Mario, hi, moin. Moin. 7 Meter habe ich gemessen, kommt das hin? Ja, das kommt ungefähr hin, ja. Also ich lese mal eben vor, was das Ziel dieses Spieles ist. Leute, ihr könnt wieder tippen zu Hause. Das Ziel dieses Tippspiels ist, dass ihr als Zuschauer tippen müsst, in welcher Zeit der Trion mit seinem Einzug 5 Bierflaschen öffnet. Wir zeigen euch das jetzt. Es wird hier aufgebaut. Achso, es muss hier vorne her. Wer hat sich diesen ganzen Spaß einfallen lassen? Ja, was wollen wir einfallen lassen? Das ist so eine kleine Geschichte, die wir so nach Feierabend mal, wenn wir bei uns oben sitzen, mal ein Kaltgetränk trinken. Da sind wir mal auf so eine Idee gekommen und denken, ja, lass uns das doch mal probieren. Dann kann sowas schon mal passieren. Okay, Leute, ich zeige euch das mal ein bisschen genauer. Wir sehen hier 5 neutrale Bierflaschen. Am Kronkorken kann man es vielleicht erkennen. So. Und wir haben hier eine Vorrichtung. Hier haben wir einen Öffner. Der ist etwas beweglich. Erklär uns, Mario, was du da drin machst ungefähr. Also das ist eigentlich, in Anführungsstrichen, steuere ich den ganzen Ablauf nur mit dem Hebel, mit dem Fahrhebel oben. Wir haben natürlich hier einen Vario-Tisch, wo wir den Messerbalken verfahren können, die Haspel hoch, runter, horizontal. Und damit steuere ich letztendlich nur den Flaschenöffner und mache damit das Bier auf. Okay, ich habe vorhin schon mal ein bisschen luken können. Also es ist geil. So, ihr schätzt jetzt bitte die Zeit,
die du brauchst, um diese 5 Flaschen zu öffnen. Und wir ziehen das so lange durch, bis alle auf sind, oder? Auf jeden Fall. Gut, alles klar. Die Zeit läuft. Geht auf den QR-Code oder geht auf live.fricke24.de und gebt eure Schätzung ab. In der Zwischenzeit, 3 Minuten lassen wir euch Zeit, wollen wir noch ein paar Eckdaten zu diesem Mähdrescher natürlich haben. Moin Matthias, hallo Pascal. Also, 1-2 Eckdaten zu dieser Wahnsinnsmaschine hier schon wieder. Ja, das ist der Glas Trion 660, ist eine Sechsschüttlermaschine, hat 408 PS mit dem Korntank obendrauf von 12.000 Litern. Das ist schon gewaltig, ne? 12.000 Liter? Das ist schon gewaltig, ich sag mal in diesem Leistungssegment auch, ich glaube so am Markt sonst nicht erhältlich. Und ja, ist eine komplette Neuentwicklung von der Firma Klaas. Dies Jahr im ersten Jahr in Serie, heißt die Maschinen gehen jetzt raus zu den Kunden, die ersten bei uns. Und wir sind gespannt, aber sind bis jetzt schon sehr stolz auf die Maschine. Bitte, was war das Letzte? Wir sind sehr stolz, dass wir diese Maschine jetzt in den Markt bringen dürfen hier. Ja, glaube ich. Genau. Matthias, können wir was sagen zum Fahrkomfort? Ja, der Fahrkomfort ist gut, also genauso wie beim Lexion. Die Maschine passt ja genau in unser Verkaufsgebiet. Hier muss das nicht der größte Mähdrescher der Welt sein. Der Trion hat echt ein paar Sachen, die gut zusammengewürfelt wurden. Das Dreschwerk aus der älteren Generation Lexion, eine neue Kabine, der Cummins-Motor. Das hat sich jetzt im ersten Jahr gezeigt, das passt genau in unser Gebiet. Es muss ja auch nicht immer größer, schneller, breiter sein, weil gerade bei diesen großen Landmaschinen ist ja auch irgendwann mal Schluss. Du kannst ja nicht mehr über die Straße damit fahren. Ja, guck mal, wir haben damals bei der älteren Generation Lexion ganz oft diskutiert über 11.500 Liter Korntank, muss das sein, machen wir es rein. Das hat der jetzt. So, also die Sachen werden automatisch ein bisschen größer und das passt gut rein. Okay, vielen Dank. Jungs, wir schließen an dieser Stelle das Tippen. Das ist jetzt vorbei. Bin gespannt, auf welche Zeit ihr getippt habt und welche Zeit Mario das jetzt machen wird. Wenn mein Arm da vorne runter geht, du kannst ja nichts hören, dann geht's los, okay? Sehr gut. Ich brauche meinen Schiedsrichter. Jonas, komm her. Wir machen das mal, wir stellen uns mal in den gebührenden Abstand hier drüben her. Ich glaube, hier stehen wir gut. Da oben kommt noch ein Kameramann mit rein, damit wir auch sehen, wie der Mario den Joystick bewegt. Das wird relativ filigran. Gut. Mario, bist du soweit? Okay. Alles klar. Ist unser Kameramann auch okay? Ich würde sagen, ja. Dann würde ich sagen, zum vierten Tippspiel. Top! Das Tippspiel gilt! Jonas, komm ein bisschen rüber. Und das muss man mal gesehen haben. Das sieht man garantiert nicht alle Tage. Wenn ein solches PS-Monster so filigran bewegt wird, dass man mit dem Mähwerk eine Bierflasche öffnen kann. Man muss dazu sagen, der Mario hat lange daran getüftelt. Oh, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Und jetzt? Ja, ja. Jawohl! Das ist auf. Zack! Der Krokodil ist runter. Und man muss ja, Jonas, man muss ja mal sagen, er bewegt da ja auch gleich mehrere Komponenten. Ne? Also er muss die ganze Maschine bewegen, um zur nächsten Flasche zu kommen. Und jetzt, er muss da oben die Walze bewegen und er bewegt auch unten und die Schnittkante. Ne? Genau. Das ist der Tisch eines Schneidwerks. Der Tisch bewegt sich. Er kann das alles oben von seinem Joystick. Oh, der war schnell. Der war schnell. Das war richtig perfekt. Genau, er hat auf dem Joystick mehrere Funktionen. Auf einer Hand, wo er mehrere Funktionen tätigen kann. Ja, und da muss man natürlich sehr gute Fingerfertigkeit haben. Auf jeden Fall. Und das hat er sich über Wochen überlegt, wie er das macht. Ne? Du hattest wieder die Idee. Ja, genau. Und dann, ja, wir mussten halt irgendeine Konstruktion finden, wie wir die Flaschen sozusagen und die dritte. Sensationell. Also er macht das aber auch wirklich richtig gut. Ja. Nein, also wir mussten eine Konstruktion dafür bauen, damit die Flaschen halt stabil stehen, dass sie sich nicht bewegen können. Und da haben unsere
Mitarbeiter diese Konstruktion gebaut und perfekt fürs Bier öffnen. Oh, hier, guck mal, wie auch der Kronkorken fliegt, ne? Und er ist gerade mal bei 2 Minuten. Also, das ist wirklich richtig gut. Das ist der Wahnsinn, ey. Also, Tommy Gottschalk würde von Neid erblassen, wenn er das hier sieht. Ich glaube auch. Und die Jungs bei Schlag den Star heute Abend, die können sich da eine Schippe von abschneiden. Weißt du, sie suchen immer Baggerwetten, ne? Da muss man einen Miedrescher vorfahren. Guck dir das mal an und der wird auch passen. Und? Du musst gleich stoppen. Ja, er ist noch drauf. Und das war er. Yes! Wow! Also wenn das, Leute, wenn das keine Geschichte über Wetten, das ist, dann weiß ich es nicht. In 2 Minuten 28 Sekunden hat er hier die 5 Bierflaschen geöffnet. Dafür kann er gleich mal hier runterkommen. Also das ist echt, also da müssen wir sagen, das ist eine sehr, sehr gute Zeit. Würde ich mal vermuten. Mario, hast du eine Ahnung, was für eine Zeit du hattest? Oder hast du es eben schon gehört? Was schätzt du? Ich glaube, ich bin über 3 Minuten, oder? Nein, bist du nicht. Ehrlich nicht? Nein, du bist unter 3 Minuten, aber über 2. Diesen Tipp gebe ich noch. Ah, dann denke ich mal so 2,60. Du, 2,60? Du bist bei 2 Minuten 28. Ach, das ist top, das ist Rekord. Das ist gute Zeit. Habe ich selbst beim Üben nicht hingekriegt. Ja. Glückwunsch, also das ist, also sah auch geil aus. Wie hast du das, die Dinger müssen richtig fest da drin stehen? Ja, die haben wir mit einer Membrane ein bisschen festgesetzt. Erstmal eins für dich. Das geht ja hier gut weiter. Ja, und dann wichtig ist, dass sie festsitzen, dass sie nicht so schnell rauskommen, weil beim Proben sind sie uns ganz oft rausgezogen. Aber das hat ein paar gekostet, aber ist dann halt so. Mario, ich sag mal Folgendes, weißt du? Wetten, das soll ja nochmal wiederkommen. Ja? Und ja, soll. Und die suchen ja Baggerwetten, haben sie gesagt. Haben extra aufgerufen, Leute, wenn ihr einen Bagger habt und so weiter, meldet euch. Sag mal, Mähdrescher, das ist das geilste Ding überhaupt, oder? Wärest du bereit? Ja, warum nicht? Das war die beste Bewerbung hier. Ja, zum Wohl. Das war ein ganz großes Ding. So, warte mal, einen kleinen Schluck nehme ich. So, das muss jetzt erstmal hier bleiben. Jonas, wir gehen rein, ne? Sehr gut, geile Wette. Habe ich so noch nicht gesehen. Ich fand es richtig großartig. Vielen Dank, Mario, dass du dir diesen Spaß hast einfallen lassen. Und wir kommen zu unserem heutigen Finale und auch zu unseren Gewinnern. So, warte, das gibt's hier. Ah, also das war eine super Wette. Das kann man nicht anders. Der sieht aber auch aus, ne? Jetzt sehe ich das mal auf dem Bildschirm. Großartig, das Ding. Guck mal, die trinken jetzt alle noch ein schönes Bierchen da draußen. Ah, jetzt haben wir die ganze Mannschaft da. So. Oder? Was sagt ihr dazu? Ja, geil, ne? Jetzt mal ohne Flachs, oder? Okay. Also ich fand das eine ganz großartige Nummer. Das sah doch bestimmt auch gut aus, oder nicht? Ja, kompetente Mitarbeiter. Ja. So muss man das sehen. Und angetrunkene Moderatoren. Es geht tatsächlich. Zwei Korn, das ist aber auch Obergrenze. Mehr darf es nicht sein. Joachim, gut, dass du noch mal da bist. Vor dieser gigantischen Wette kam ja... Du hast mir aufgetragen, frag die Jungs nach blonden Schwedinnen. Das war doch nur ein Hinweis auf die Länder, dass du da so ins Detail gehst, das war doch gar nicht abgesprochen. Joachim, du hast mir das hier aufgeschrieben. Weißt du, ich bin ja nur ausführendes Organ. Was war denn da mit den... Nein, Michael, ich meine, wir saßen bestimmt mal zusammen in Helsingborg an der Promenade und haben ein bisschen nach Ausschau gehalten, aber mehr ist da nie gelaufen. In die Natur. In die Natur, in die schöne Stadt, ja. Siehst du. Das war nur ein Hinweis auf das Land. Ja. Ich verstehe das. Ja. Okay, wir hatten heute 4 großartige Spiele. Wir hatten 4 Tippspielrunden, bei denen hoffentlich viele Menschen mitgemacht haben. Und Philipp oder Adrian, wer verkündet? Beide. Ihr beide. Gut. Nacheinander. Nacheinander. Dann fangt mal ihr mit eurer Reihenfolge an. Wir hatten zuerst das Tippspiel Tauziehen, wo die Mädels glorreich gegen die Herren gewonnen haben. Wer hat dieses Tippspiel und damit... einmal Steckschlüsselsatz Black Edition plus diesen Bierkasten, den man auch als Grill- und Feuerkorb benutzen kann. Plus und als Bier, Bieröffner. Plus Bier plus Handschuhe gewonnen. Also, beim Schlepperziehen hat Stefan Badenhagen gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Wissen wir, was er getippt? Also gut, er hat die Mädels getippt, ne? Da war ja nichts zu schätzen. Genau. Sehr gut. Gut, beim Gewinnspiel 2, Ball hochhalten mit Philipp Bargfrede, hat
Amy oder Amy Karmann gewonnen, und zwar mit einem Tipp von 146. Das war wahnsinnig nah dran, ja, 144 Jonas. 144 war es. Ja, genau. Wow, sehr gut getippt. Gewinnspiel Nummer 3. Palettenstapeln musste man auch. Genau, Sven Evers hat da gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Sehr gut. Und jetzt unser letztes Spiel. Er hat es ja geschafft in 2 Minuten 28. Auch eigener Rekord für Mario, der den Mähdrescher gefahren ist. Bier öffnen war Sina Vollmer, 148 Sekunden. Punktlandung. 148 Sekunden Punktlandung. Ja. Alles klar. Gut, meine Damen und Herren, wie man Bierflaschen mit dem Trecker öffnen kann, auch sehr kreativ, habe ich heute noch mal ein Video hochgeladen auf meiner Insta-Seite, könnt ihr euch angucken. Diesen ganzen Stream gibt es die ganzen nächsten Tage noch zu schauen, auch den Stream vom Freitag, auch den Stream von gestern. Ich würde sagen, ein glorreiches Wochenende geht zu Ende, zumindest aus meiner Sicht, mit einem gigantischen Highlight heute Abend. Hans-Peter, was würdest du sagen, Resümee der letzten 3 Tage? Nein, hat alles sehr, sehr gut funktioniert. Ganz, ganz vielen Dank an die Leute, die sich hier wirklich reingeklemmt haben, die heute Morgen schon hier waren und die ganzen Tage. Super Ideen, alle. Ich glaube, für unsere Mitarbeiter war es auch eine super Veranstaltung. Hat allen wahnsinnig, am Ende doch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich glaube auch den Kunden oder den Zuschauern im TV eine Alternative in den Möglichkeiten, die wir hatten. Sven, auch nochmal vielen Dank an dich. Gerne. Super rübergekommen. Also ihr seid alle super rübergekommen, super medial. Also das trotzdem hoffen wir, dass wir irgendwann wieder eine Live-Landmaschinenshow natürlich machen können. Wäre zu wünschen. Ich habe immer gesagt, Wetten, das wäre genau meine Sendung gewesen. Hätte ich immer Lust drauf gehabt. Heute habe ich es gehabt. Vielen Dank an dieser Stelle. Also wir hoffen, dass ihr uns treu bleibt und auch nächstes Jahr wieder dabei seid. In diesem Sinne einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.